Game starten. Mexilium können wir nachher dann gucken. Das ist halt, das muss das Highlight sein, damit die halt hier auch noch dranbleiben. Was meinst du, gegen mich oder was? Nee. Nein, das Mexilium-Match. Wäre schon cool, wenn wir das hier im Stream einmal angucken dann. Das geht auch nicht so lange, Ja, glaube ich. ja, ja. Aber ich würde sagen, erstmal eine Runde zocken zum Reinkommen. Oder wie du natürlich möchtest, ne? Nee, nee, du bist der Boss hier in deinem Stream, du entscheidest, ja logisch. Ja, dann würden wir erstmal eine Runde zocken, ne? 10 plus 5 wieder und dann gucken Genau, wir mal du so. suchst, ich sehe gerade bei dem im Chat ist auch jemand, der bei mir immer da ist, der Raphael Carlsen. Darf man dich herausfordern, fragt ja. Aber ich vermute, der könnte etwas zu stark sein, aber den könntest du natürlich auch nehmen. Dann mache ich jetzt erstmal ein Warm-up-Match, dann gucken wir uns das Ja. Match an und dann spiele ich gegen Carlsen. Okay, und dann easy. Okay, Ja. dann kann ich schon starten? Bist du schon da? Ich sehe, ja, ich sehe das alles. Super. Ja, ich nehme dir das einfach wieder auf, ne? Komm Ja, eigentlich genau. das andere Video mal oder? Morgen Ah, wollte ich nice. den ersten Teil bringen. Perfekt. So, dann suchen wir jetzt einen Gegner, hoffe ich. Irgendwie buggt das gerade ein bisschen. Ich freue mich auf die Reaction. Ich glaube auch, dass es das lustig wird. 1412, ist hart. Ich habe sogar gestern um 3 Uhr noch mit drei Kollegen so ein Schachturnier gemacht. Also wir sind komplett drin jetzt auf jeden Fall. Moment, aber nicht 3 Uhr nachts. Doch, doch, um 3 Uhr nachts. Auch nicht schlecht. Das war ein Fehler, oder? Das ist schon ungenau, aber das ist natürlich schon eine Nuance. Da habe ich gleich schon was zum Erzählen. Oh, verdammt, Alter. Er reagiert aber auch nicht korrekt. Alles gut. Okay, jetzt bin ich sehr unsicher. Nein, alles gut. Es gibt leider so 3, 4 Sekunden Verzögerung. Weiß nicht, kannst du mir nicht hier drin zugucken oder ist es auch verzögert? Ich kann das auf Lichess sehen, genau, und habe dann parallel deinen Stream offen und da ist es halt so 3, 4 Sekunden verzögert aus irgendeinem Grund. Ja, mit Twitch ist es leider doof, das immer ein bisschen hinterher. So, Ja, Plan war natürlich Angriff auf. Oh, scheiße. Plan war natürlich Angriff auf die Dame, aber war mir natürlich klar, dass ich die nicht kriege. Denk an die goldenen Regeln zu Beginn. Ja, ich bin dabei. Denke ich. Hoffe ich. Ach, erstes Match darf man auch nochmal verlieren, alles gut. Der ist ja auch in der Elo höher als ich, also er ist Ja, hier unter den. Druck. Ja. Du hast aber einige Herausforderungen, sehe ich schon, oder? Ja. Ach, stimmt, ich hätte auch einen Zuschauer nehmen Ja, können. du hast 15 Herausforderungen da. Aber es sind auch mega viele Alte, die gehen ja irgendwie nicht weg, ne? Die bleiben irgendwie. Weil die oberen habe ich schon mega lange. Ja, die ziehen sie nicht zurück. Du kannst natürlich auf X drücken, ne? Ich würde auch gerne Chess spielen können, allerdings war ich nie wirklich gut drin. Boah, ich denke, vieles ist Übung. Also ich finde auch, dass ich schon mal ein Stück besser bin als vorher auf jeden Fall. Ist vielleicht kein Vollblutprofi, aber auf jeden Fall schon mal ein Stück besser. Man kommt rein mit der Zeit. Ja, ich glaube, die Partie schafft es nicht als Video auf meinem Kanal. Kann ich jetzt schon sagen. Ah, die ist sehr. Er lässt sich sehr viel Zeit, ne, auch. Ja, er hätte jetzt schon gewinnen können eigentlich. Echt? Ach du Scheiße. Ja. Er läuft bei mir. Ja, jetzt hast du noch eine Chance. Kann ich ihn irgendwie matt setzen? Das ist ja auch immer. Matt setzen, Alter, wir haben jetzt 8 Züge. Ja, man muss groß denken, Groß denken und tief fallen, ich weiß, ne? ja. Du hast hier nur einen Zug. Was hast du denn gemacht? Ach so, den, okay, ja. Den kann ich noch gelten lassen. Ja, die Dame wird jetzt halt ja dieses Muster hinnehmen. Oh! Okay, weil wenn du das sagst, dann ist doch hier bestimmt wieder irgendwas, was ich jetzt nicht sehe. Ja, ihr spielt beide sehr unkonventionell. Ja, warte, ich hab's gleich hier, oder? Ja, das ist eine Gabel, Springergabel. Habe ich sogar ein Video zu gemacht, zu Springergabel. Ja, seitdem achte ich da auch wieder mehr drauf. Ich wollte ihn erst hier hinstellen, aber da ist ja dann der Läufer, das wäre nicht so gut. Heftig, ne? So ein Springer, so ein Hüpfer. Krass.
Der hätte niemals da landen dürfen, aber der Gegner hat nicht aufgepasst. Aber was ich mich frage, was ich dich noch fragen wollte, würdest du denn Ja, sagen, bitte. dass das mit Weiß und Schwarz wirklich ausgeglichen ist, oder hat Weiß schon einen krassen Vorteil dadurch, dass die anfangen dürfen oder dass Weiß Es gibt anfängt? einen Anzugsvorteil, ne? Und der ist statistisch auch festgelegt, so inzwischen. Ergründet, der liegt so bei ein paar Prozent mehr, ne? Gewinnwahrscheinlichkeit. Also ungefähr 55%, glaube ich, Weißsiege. Irgendwas mit 20, 30% Schwarzsiege, 20% Remis, irgendwie sowas. Wie macht man das dann zum Beispiel bei der Schachweltmeisterschaft? Wie viel, weil das wäre dann unfair, wenn einer mehr weiß hat als der andere, oder nicht? Nee, die haben ja beide gleich viel weiß Okay. und schwarz, ne? Aber bei den Profis ist das kein großer Unterschied mehr, weil die einfach so gut sind, dass es fast schon egal ist, ob weiß oder schwarz. Eigentlich krass, ne? Dass das so ein ausgeglichenes Spiel ist, dass es egal ist, also fast egal ist, welche Seite du hast, dass das dann trotzdem fair ist, obwohl ja die eine Seite einen Vorteil hat. Schon nicht Ja, stimmt, schlecht. das ist extrem geil gebalanced, das Spiel, ne? Da könnten einige Spielehersteller von träumen, ja. So, jetzt hast du einen Turm mehr, aber du bist natürlich mega unterentwickelt hier. Ich sehe auch, er könnte halt schon die ganze Zeit den Läufer hier hinstellen, ne? Dann stehe ich im Schach, da komme ich auch gerade nicht weg. Ja. Deswegen. Obwohl, wo kann der mein Dings hin? Hier, aber. Das ist die Frage. Ist es jetzt klug, den zu opfern? Weil den wieder rauszukriegen, ist halt auch schwer. Ich könnte auch nächste Runde nirgendwo hin. Die Mercedes-Seite wurde gehackt. Das weiß ich auch nicht. Das schreiben die Leute die ganze Zeit irgendwie hier rein, ne? Ja. Ja, wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, ne, wie gesagt, stellt die einfach. Wir beantworten gerne alles, was ihr wissen wollt. Der Big Rick ist so sympathisch. Danke dir, XX. Auf no X. Auf no X. Danke, Dr. Cherli. Check. Ich will die Rochade nicht verlieren, wenn es geht. Vernünftig. So, und ich wollte kurz gucken, wegen der Mercedes-Seite, ob die wirklich gehackt worden ist. Nö, also sehe ich zumindest nicht. Die deutsche Mercedes, wie heißt denn die deutsche? Mercedes-Benz.de, ah ja. Hält aber auch nicht. So, Okay. konzentriere ich mich auf dein Game hier. Ja, alles gut. Ich hätte den Bauern vorstellen können, theoretisch, ne? Was hat er vor? Er hat ja gerade was geschlagen, ne? Also. Ja, aber er hat ja bestimmt sich da was bei gedacht, dass er die Figur genommen hat. Ja. Wenn du zurückschlägst, was meinst du, was er dann macht? Ich schätze mal, er nimmt meinen Läufer. Genau. Ja, super. Das ergibt mir Hoffnung. Ja, ich wollte den halt jetzt irgendwie decken. Ich wusste nicht, wie ich den sonst am besten decke. Egal, es ist noch nichts verloren. Alles gut. Denke ich. Was schätzt du, wer hat jetzt hier den Vorteil? Wahrscheinlich er, oder? Ja, er hat jetzt zwei Läufer gegen Turm. Und zwei Läufer sind deutlich mehr wert als ein Turm.
Nicht meine Türme. Die sind mir besonders wertvoll. Ich befürchte, er wird dir das Gegenteil beweisen. Big Gree, kennst du die Orang-Utan-Eröffnung? Ja. Ist nicht besonders gut. Wie viele Eröffnungen gibt es eigentlich, dass die alle auch Namen haben einfach? Ja, es gibt so. Es gibt 100 so ungefähr, würde ich sagen. Also seriöse vielleicht so 30, 40. Natürlich sehr viele abseitigen Unsinn, der auch einen Namen hat, aber den man schlecht als seriöse Eröffnung betrachten Ja, du, gehe ich mal von aus, kennst ja wahrscheinlich auch alle, war wäre ja auch komisch, wenn nicht Ja, wahrscheinlich. ja, ja. Ich habe mit 10 Jahren angefangen, Tedo 244. Mit dem Schachcomputer damals. Sind die Golden. Achso, das wurde beantwortet. Warum können kein Amerikaner Schach spielen? Schach spielen? Ach, das können sie auch, aber. Aber tatsächlich gibt es nicht so viele starke amerikanische Spieler. Eher so lauter eingewanderte Russen oder Osteuropäer. Kennst du das marokkanische Krokodil? Das gibt's nicht. Ja, jetzt werden die wahrscheinlich erstmal viele treue Namen reinschreiben. Ja, aber das ist marokkanische Krokodil ist so lustig. Ja, alles gut. Was für eine Spielstärke hat der Big Greek? Nee, über 2,5 nicht. 2428 momentan. Wie schwierig ist es Also, so, 100 Punkte mehr zu bekommen? Also auf 2,5? auf dem Niveau ist es schwierig. Das ist viel. Also meine höchste Elo-Zahl war jemals 2440. Aber ist ja auch okay, würde ich sagen, Ja, ne? klar, das ist natürlich Meisterniveau halt, ne? Ja, mir gehen langsam so ein bisschen die Figuren aus. Die Ideen vor allen Dingen. Das auch, ja. Ja, hier stehst du wirklich nicht gut. Denk daran, welche Figur noch nicht mitspielt. Wie wird man Meister, fragt Mr. Quixel, indem man Turniere spielt und dort eine bestimmte Leistung erzielt. Und das dreimal. Die Leistung muss einer Meisterstärke entsprechen. Und dann kriegt man eine sogenannte Norm, so eine Art Zertifikat und wird vom Internationalen Schachverband zum Meister ernannt. Internationalen Meister. Das gleiche gilt für den Großmeister, was ein bisschen höher ist. Wie heißt der Kanal vom Schachprofi hier? The Big Greek heißt der McTony43. Liest der im Moment überhaupt den Chat? Ja, tue ich doch. Ich lese auch immer kurz mit, aber ich muss mich halt hier gerade konzentrieren, nicht komplett unterzugehen. Ja, du, nee, nee, im Moment sieht es nach einem Comeback aus. Hau rein. Der Kanal vom Schachprofi heißt Kuchen TV. Die Löwenfischverteidigung, da ist ja mal ein Profi. Lerotwitsch. Ja, kann man machen. Wer zum Henker redet da gerade mit Tim? Welcher Platz bist du eigentlich geworden bei dem Turnier am Samstag? Na, hör auf. Ich habe zwar 8 Partien gewonnen und nur eine Remis, aber ich habe nur 9 Partien geschafft in der Zeit, während andere viel, viel mehr Partien geschafft haben. Aber wie ist das eigentlich? Du kriegst ja schon Gegner, die deiner Elo entsprechen immer, oder wie ist das? Weil ich habe eigentlich Nee, kein Profi gehabt, so als na, Gegner. eigentlich bin ich schon Favorit eigentlich immer. Aber es hat ein bisschen zufallsbasiert, dieses Arena-Ding, weil nicht gleich viele Partien gespielt werden. Wenn jemand hat, der überhaupt nicht aufgibt zum Beispiel, dann spielt er ja deutlich länger dann. Und andere gewinnen halt schneller und haben dann mehr Partien am Ende. Hast du den Turm gewonnen? Ja, oder bin ich gerade dumm? Ja, klar. Hä, warum hat er den denn nicht hoch? Er hätte den doch nur einen hochziehen müssen, hätte ich doch gar nichts Er machen hat können. es übersehen natürlich, er hat es übersehen. Jetzt, ich sage ja, ich spreche ja vom Comeback, ne? Ein Riesen-Comeback hier. Das ist auch der Titel des Videos dann, wenn du das hier noch gewinnst. Kuchen TV schafft Comeback irgendwie. Ich bin sowieso gespannt, wenn ich irgendwie so einen Titel bringe morgen von wegen, keine Ahnung, kann Kuchen TV Schach spielen? Wie viele Leute dann das irgendwie klicken werden? Da bin ich echt gespannt. Ich weiß nicht, ich glaube, ja,
Sind viele in deiner Community meine Zuschauer, ist die Frage. Schwierig, ne? Also hier spielen tatsächlich eigentlich auch viele Schach. Also ich wundere mich auch. Ich habe bei Schach mehr Zuschauer als bei bestimmten Games, wenn ich die zocke. Das wundert mich immer wieder. Ja, Schach hat etwas Entspannendes auch. Ich habe viele Zuschauer, die es einfach anschauen, die den Stream einfach nur so zum Entspannen, irgendwie erstaunlicherweise. Es war auch sogar ziemlich eine ernste Gruppe dabei, nämlich ein paar Jugendliche oder Erwachsene, ich weiß nicht, aus einer Einrichtung, wo die unter Depressionen leiden. Und am Samstag, und das war schon ziemlich krass, also als sie das so mitgeteilt haben, und wir schauen die gerne zu, meinte er, weil uns das hilft, irgendwie so abzuschalten. Also ziemlich krass. Das ist echt heftig. Du hättest übrigens in, ja egal, zeige ich dir gleich. Zwei Runden matt, ne? Ja, hier hätte ich hingekonnt. Tak, tak, tak. Ja, es war schon fast matt, ne? Gucken, wenn der hier steht. Ja gut, ich hätte auf jeden Fall den Läufer gewonnen. Genau, damit sie zwei, ja. Ja, wäre ja auch unfair, am Anfang so schlecht zu spielen und ihn jetzt direkt zu zerstören, weil es deswegen langsam und sicher. Ja, laber. Mal gucken, ob er noch ein Comeback schafft hier, der Kollege. Ein schickes Schach geht immer, denke ich. No. Sorry für den Lärm. Auf den Schach, ja. Versuche jetzt mal den Dolchstoß zu verabreichen. Den letzten. Müssen wir den Scheiß Turm stellen? Tja. Kurdische Flugzeugratte. Nein. Ah, du bist kurz vorm Sieg. Okay. Das Comeback des Jahrhunderts, ja. Dann will ich dich mal stolz machen, wa? Zack, ja. Mal gucken, ob das klappt. Wie viele seriöse Eröffnungen gibt es? Ja, so ungefähr 30, 40, würde ich sagen. Was findest du am Schach so am Interessantesten und warum magst du das Spiel so? Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil was mag man an Spielen so? Ich meine, wenn ihr zockt, was mögt ihr dran? Ich glaube, der gleiche Effekt bei allen Spielen irgendwie, ne? Wenn man davon eingenommen wird, macht halt süchtig auf jeden Fall. Aber auf eine eher nicht unbedingt physisch zerstörende Art und Weise wie Drogen. Man ist voll im Tunnel auf jeden Fall, wenn man Schach spielt. Also ich blende alles um mich herum aus auf jeden Fall. Also bei richtigen Turnieren. So Online-Schach, naja, das ist was anderes. Das ist mehr so Fun.
Auch wenn jetzt hier Kuchen nicht so aussieht, als ob er Pfannen hätte. Doch, ich bin gerade voll konzentriert. Ich will das jetzt reißen. Also ich würde schon sagen, dass ich jetzt einen Vorteil habe, auf jeden Fall. Du hast mega Materialvorteil. Ja. Setz den blöden König endlich mal, Matt, der da so Ja, doof ich rumsteht auf dich. versuch's. Ja, weil der ist doof gelaufen. Ich dachte, der läuft anders. Es ist unglaublich, dass du überhaupt nach der Eröffnung so Vor rausgekommen allem, bist, ich Matt. habe auch mega Angst gehabt, weil die Dame hat halt hier angegriffen. Wenn er den Turm genommen hätte, dann hätte der mich ja halt direkt Schach, weil ich hier nicht rauskomme. Ja, jetzt pass auf, was er da macht. Was war der letzte Zug von ihm? Er hat die Dame hierhin bewegt. Ja, überleg mir, warum er das getan hat. Hat aufgegeben. Perfekt. Ja, Hä? ich hätte jetzt den Turm runtergestellt auf B8 auf jeden Fall. Ist das richtig? Und Du kannst den den. Turm denken, ja, das ist okay, aber warum er aufgibt, ist krass. Ich hätte auch seinen Läufer einfach schlagen können, ne? Fällt mir so auf. Ja, den hättest du auch, stimmt, den hättest du auch schlagen können. So, dann gehen wir mal in die Analyse. Ja, war ein super Anfang von mir wieder. Ja, wir müssen noch schauen, wie wir die Analyse machen, Ja, ich weil habe das die schon wieder an. zeitversetzt sein wird, vermute ich mal. Wenn ich dir online zuschaue. Verbindung verloren. Naja, ich hatte ja schon mega den Vorteil. Vielleicht hat er gemerkt, okay, der ist krass. Oder er ist Der hat gerade eine ins Stream Verbindung. gekommen und dachte so, GG. Ja, mach mal die Eröffnung erstmal. Ja, genau. Da habe ich. Warum? Da soll ich schon den Springer rausstellen, laut der Engine? Nee, vergiss die Engine am Anfang. Das spielt keine Rolle, was die anzeigt. Okay, genau. Er hat halt zwei Bauern in die Mitte und dann wusste ich nicht, was ich machen soll. Da habe ich den Springer Sonst rausgestellt. C4, das ist Damengambit. Da würde Stimmt, da ist ich. so ein Video gemacht, aber irgendwie komme ich damit noch nicht klar. Das Nee, spielen auch nicht mehr. wenige, ne? Ja, stimmt, auf dem Niveau nicht so viele. Aber Springer F6, was du gemacht hast, ist etwas ungenau. Gut, aber das ist jetzt eine Nuance. Besser ist es, wenn man mit dem E-Bauern vorzieht, E6, und den Bauern D5 mit dem Bauern E6 deckt. Genau, das, was der Computer auch anzeigt. Und wenn er schlägt auf D5, dann nimmst du mit den Bauern wieder. Du willst immer mit Bauern im Zentrum stehen, nicht mit Figuren unbedingt am Anfang. Okay. Damit du mit Bauern Kontrolle ausübst im Aber Zentrum wenn er und jetzt Felder hier kontrollierst. hingeht, dann greift Ja, er ja das ist. doppelt an. Dann muss ich, soll ich dann auch den Bauern hier vorstellen, um das Nö, wieder nö. abzublocken, oder? Springer F6. Springer F6. Achso. Ja, Du okay, ja. musst am Anfang nicht. Nee, nicht den anderen. F6 ist doch Genau. hier. Ja, so, ja. Da wurde wieder verzögert. Okay, ja, genau. Dann habe ich genommen, weil ich dachte, ja, okay, jetzt kann man mal nehmen, auf jeden Fall. Ja, Ja. ist okay. Genau, habe ich den Läufer vorgestellt, um die Dame anzugreifen, weil die ja gedeckt war mit dem Springer. Ja, das ist riskant hier, aber gut, machen wir weiter. So, dann hat er seinen Springer vorgestellt, dann bin ich zurückgegangen. Warum bin ich da zurückgegangen? So, jetzt hier. Ja, genau, Läufer A5 ist Quatsch. Ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe, um ehrlich zu sein. Das macht gar keinen Sinn. Ja, da war dann der Bauer ungedeckt, ne? Das war schlecht. Klein hätte man irgendwie decken müssen. Sehe ich auf jeden Fall ein. Ja, sagst du einfach Stopp oder? Weil Hier dadurch, musst dass du es. E6 machen statt Springer C6. Also hier ja, um damit er nicht weiter vorstoßen kann, oder? Ja, genau. E6. Viel besser. Nee, du Hm. musst Platz machen für den Läufer vor Ah ja, allem. okay, ja. Damit du dich entwickelst. Ne? Du musst den Läufer rausbringen, irgendwo hin und danach die kurze Rochade sehr schnell anstreben. Stimmt, ja. Du hast in der Partie dann Riesenprobleme gehabt, dann die Rochade vernünftig auszuführen, weil du den Springer rausgebracht hast. So, und jetzt gleich verlierst du eine Figur, wenn er es richtig spielt. Versuch das mal selbst zu finden. Soll ich jetzt für Weiß spielen oder was? Ah ne, warte, jetzt kommt erstmal mein Zug. So. Springer B4. Na, ich mach die Und Engine mal hier, aus. ja, die Engine zeigt dir es auch schon an, ne? Ja, gut. Aber das wäre eigentlich auch der einzige Weg gewesen, um was zu machen, ne? Ja, stimmt, ich kann halt jetzt nur noch hier. Ah ja, gut, ich stehe im Schach. Das heißt, ich müsste sogar hier hin und dann kann er es einfach nehmen. Genau, er kann mit dem Bauern nehmen. Du verlierst hier den Springer, ne? Ja, das steht da auch nicht so gut, ne? Wieso ist der überhaupt? Ach, stimmt, ich bin nach vorne gegangen mit dem. Genau, du Da. hättest nicht nach vorne gedurft, du hättest nach hinten gemusst wieder. Ja, okay, sehe ich ein. Genau, habe ich einfach sein. Ich dachte erst mal ein bisschen Platz machen, weil er. Ja, keine Ja, hier Ahnung. hast du natürlich Riesenglück, dass er den Läufer mit der Dame schlägt und nicht mit dem G-Bauern. Das selber, ach so. Das Ja. ist Riesenglück für dich, ne? Ja, genau, und dann hatte ich ja die Springergabel, die war ja perfekt. Und ab da war ja auch klar, okay, das war es halt, ne? Nee, das gab ja ein Riesen-Comeback noch. Du hast das ja noch eingestellt.
So, genau. Dann habe ich den Bauer jetzt vorgezogen, um den Läufer Platz zu machen. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Der hätte mich ja einfach schlagen können. Da kann man ja trotzdem, wenn man da zwei nach vorne geht. Der kann noch ein Passant schlagen hier, ne? Das weißt du, Ja, ne? genau, das habe ich. Aber da habe ich nicht dran gedacht. Aber er wusste das vielleicht nicht oder. Sieht so aus fast. So, genau. Dann habe ich endlich den Läufer rausgestellt. Ja, so, und jetzt musst du irgendwie, ja, du bist okay. Genau, jetzt stellt er mich halt Schach. Und ich wollte halt die Rochade nicht verlieren, weil sonst kommt der Turm da nicht mehr raus. Deswegen habe ich dann den Springer So. vorgestellt, weil wenn er den nimmt, habe ich ja die Dame, um zurückzuschlagen. So. So, aber jetzt musst du aufpassen nach Springer E4. Genau, das hast du ja gesagt. Weil er greift was an, er stellt eine Drohung auf. Er Was greift greift er an? den Läufer. Genau, er greift den Läufer an. Du kannst auch markieren mit der rechten Maustaste übrigens, ne? Wenn du einen Pfeil ziehst. Ah ja. Ey, das ist sogar Ding, sonst war es immer gelb. Hä? Ach so, ah. Ah ja. Genau, Ja, du genau. kannst das markieren so. Ja, genau. Wenn er den angreift, dann greift er hier auch gleichzeitig an. Und wenn mein König da steht, dann. Den Läufer hättest du jetzt wegziehen müssen eigentlich vorher. Okay, ja, gut. Ich wollte jetzt. Ich dachte schon, weil der hier halt so offensiv ist. Nicht, dass ich die Rochade verliere. Deswegen dachte ich, okay, bringe ich mich erstmal in Sicherheit. Und dann. Ja, Weil. aber Hier bin ich ja. Also ich decke den ja quasi. Wenn er mich schlägt, ja, du schlage ich deckst ihn den. halt nicht, weil er hat den Springer geschlagen halt, ne? Ach so, ja, gut. Jetzt ist er ungedeckt. Ja, okay, das ist richtig, ja. Ja, du verlierst jetzt Material und jetzt stehst du hier, du hast einen ganzen Läufer, ganze Figur eingestellt, ne? Na gut, aber ich habe ja hier auch sein Dings bekommen und. Na gut, den Nee, Läufer nicht, nee, nee, der. aber er hat ja eine Figur, eine ganze Figur jetzt gewonnen in dem Trade, ne? Ist doch ausgeglichen, oder? Springer gegen Läufer? Ah nee, Nee, warte. Moment, stopp, geh mal zurück. Er Ah nee, ah ja, steht er ja. schlägt der Dings. Ja, okay, ja, du hast recht, ja. Ja, Genau. ja. Ja. Ja, genau. Er hat eine Figur gewonnen. Genau, da muss ich ja den Turm bewegen, das ist ja klar. Dann dachte ich mir, der Bauer steht da so schön, alleine, ungedeckt. Ja, hier, Und ich, ja. er kann dann den Läufer halt nicht mehr benutzen, ne? Genau, dann schickt er da. Dann habe ich den Turm angegriffen. Den er zur Seite packt. Jetzt weiß ich gar nicht, was Ja. ich gemacht habe. Dann habe ich die Dame angegriffen, weil die ja gedeckt ist, der Bauer. Das ist Auch alles okay geklappt. soweit. Genau, dann habe ich den Bauer gedeckt, weil ich die Dame wieder benutzen wollte, aber ich konnte den Bauer ja nicht ungedeckt lassen. Sonst hätte er einfach mit der Dame nehmen können und dann einen Zug später halt Schach. Und hier komme ich ja nicht raus, habe ich mir gedacht. Ja, So. kommen wir gleich zur entscheidenden Stellung, wo er alles einstellt. Genau, dann hat er ja da geschlagen, da habe ich einen Doppelangriff gemacht und der gut, da hat er jetzt den Bauer vorgezogen, warum auch immer. Und Ja, hier, dadurch. ja, genau. Das war natürlich ein riesen Fehler von ihm. Wenn er das Ja. nicht macht, stehst du eigentlich auf Verlust. Da hast du ein bisschen Glück gehabt. Du kannst auch die Engine anstellen, statt F3, was er gemacht hat, im 23. Zug. Da war sogar 4 vor Schach vor Matt. Hier warst du mehr oder weniger matt, ne? Nee, Quatsch. Ach so, du kannst matt setzen, mit Dame C4 Schach. Okay, kann sein. Aber mach mal nicht da, nicht F3 von ihm, sondern geh mal einen halben Zug zurück. C5, Nee, oder? hier steht er ja auf Gewinn, ne? Ja. Wenn er nicht F3 macht, muss er was anderes machen, irgendwie da Turm A4, was die Engine auch anzeigt, ne? Um den Turm zu retten. Gut, hat er nicht gemacht, ein Glück, ne? Danach lief es komplett in deine Richtung, ne? Und du hast locker gewonnen eigentlich. Ja, danach war halt klar, ne? Gut, dann habe ich halt hier die ganze Zeit versucht, ihn. Genau, hier war dann das Ding. Ich konnte halt den Ja, Turm eigentlich nicht immer wegziehen, zurück, weil die zurück, Dame ja zurück. da ist. Deswegen habe ich ihn halt immer versucht, irgendwie Schach zu stellen. Du musst halt auf C2 Schach stellen. Mach mal nochmal. Dame C2 Schach. Dame C2. Kann ich doch gar nicht. Vorher. Du Ach hast, so. statt den Bauern zu nehmen, statt den Bauern zu nehmen. Okay, dann geht er hier hin. Ah, dann hätte ich sogar den Läufer bekommen. Ja, okay. Genau, das ist halt der sofortige Gewinn, ne? Ja, okay, stimmt. Ja, wäre ein bisschen besser gewesen. Gut. Ja, ich Ja. muss irgendwie noch lernen, richtig mit der Dame umzugehen. Irgendwie habe ich da immer noch so ein bisschen Schwierigkeiten. Okay, aber er leuchtet ein auf jeden Fall. Genau, und Ja, ich dann. glaube, wenn ich konzentriert ist, ist jetzt auch gesehen. Ja, genau, und dann hab ich ihn ja jetzt so lange gejagt. Einfach, weil ich Angst hatte, dass er mich Schach stellt und ich gehofft habe, ihn irgendwie matt zu setzen.
Ja, genau, aber hier stand er ja dann zwischen seiner Dame und dann hat er ja aufgegeben. Ja, genau, hier hätte ich ja schlagen können und dann, ja, ist es eigentlich auch gewonnen. Ja, er hätte aber trotzdem abwarten können, ne? Ob du das siehst. Ja, gut, das stimmt, ja. Ich glaube, ich hätte es gar nicht gesehen, ich weiß gar nicht. Schwierig, ey. Ja, aber siehst du, gewonnen, alles richtig gemacht. Ja, geiles Comeback. So, So wollen wir schnell. uns jetzt das Match angucken von Maxelim und Dings? Ja. Das ist wirklich, da müssen wir nur gucken, wie wir das machen, wegen dem hier, das ist denn Delay. Genau, so, wo finde ich das Match denn? Ja, der Delay ist ein bisschen nervig. Ich weiß nicht, warum das ist. Ich sehe auch dein Twitch etwas verschwommen gerade. Ich weiß nicht, ob es den anderen genauso geht. Nö, ich sehe das ganz normal. Du bist besser als 13%, Maxelim, gut. Was habt ihr denn überhaupt gespielt? Schnellschach, oder? War das? Ich weiß gar nicht, wo sieht man denn die Matches? Wo habe ich das denn gesehen? Ach, da, Spieleanzeigen. Er hat sogar heute wieder gespielt und verloren, anscheinend. Hier, das müsste es gewesen sein. Genau. Mal gucken. Eröffnung war, glaube ich, noch relativ. Obwohl ja hier schon eigentlich G6. Ich weiß nicht, kann man das machen? Ist das irgendeine Ja, Eröffnung? das kann man machen. Ist nichts Okay. Besonderes, aber. Maxellin spielt mit Weiß. Okay. Genau, dann bringen die erstmal ihre Figuren in Stellung. Das ist ja noch relativ normal. Alles normal bisher. Man könnte natürlich die Bauern vorstoßen, aber gut. Eieiei, was ist das denn? Was? Die Rochade oder was? Nee, B5, B5, was ist das Ach denn? so. Kann er verschlagen, wenn er will. Stimmt. Macht er ja aber aus Fairnessgründen natürlich nicht. Ja, weil das. Und wer ist sein Gegner? Ein Bekannter oder? Nee, Mod von mir. Den kenne ich aber Ah, nicht. Also nicht beides privat Mods. so. Ja, beides Beides Mods, Mods. genau, ja. Das sind meine Mods. Nicht die besten, aber naja, also Schachspieler. Mods sind die natürlich erste Klasse. Ja, ich weiß auch nicht, warum er da mit dem Haarbauern weitergeht, aber. Ja, der Rianiku spielt sehr unkonventionell, keine Bauern ins Zentrum gestellt. Kennt die goldenen Regeln offensichtlich nicht, ne? Hast du dir Und das Video nicht angeguckt, Azubi? Was ist da los? jetzt hat Weiß fette Bauern im Zentrum, stößt die nach vorne und Schwarz hat Riesenprobleme hier mit den Figuren halt, ne? Ist Kein Platz für die auch Bauern. besser entwickelt, ne? Ja, deutlich besser entwickelt, genau. Oh, da wird sich der Bauer gesnackt, der wird sich aber zurückgeholt. Ist auch, was ist das denn für ein Tausch? Bauer Er spielt gegen Springer. ziemlich, ja, er spielt ziemlich einen Unsinn, der Schwarze. Oh Mann, es wird noch lustiger. Also das Ende ist krass. So, da, ja. Ja, gut, hier spielt der Einäugige gegen den Blinden bisher, aber. Ja, vieles wird hier irgendwie nicht so ganz gesehen. Aber der Springer wird weggestellt. Alles gut. Uiuiui, Ja, gut, okay. das war. Hat er aber auch nicht genommen. Das Ja, guck muss mal, er man kann einen sagen. Turm nehmen jetzt, ne? Ja, lieber den Bauer ist wichtiger. Ja, klar. Der wird auch immer noch stehen gelassen. Ich glaube jetzt, oder? Okay. Nee, auch nicht. Immer noch nicht. Okay. Aber jetzt auch nicht. Gut, also irgendwie der Turm könnte zwar genommen werden, aber ist egal. Ist eine neue Art von Schach, ein bisschen random alles. Ja, irgendwelche Züge, Ja, ey. genau. Na gut. Okay, ja. Das ist alles gut. Ich meine, wir Ja. können jetzt nicht jeden Zug hier analysieren, weil das ist ja eh alles Ja, das ist ein halt, bisschen. aber ja schon, das Ende ist halt das Beste natürlich. Mal gespannt, was das Ende sein soll hier. So, genau da. Schwarz jetzt. Nee, wer hat denn Alter, gewonnen? Weiß plus 72? ja. Ja, klar, er hatte 1000 Figuren mehr, ne? Ja, aber 72, sagt er da, also keine Ahnung, wie hoch geht das denn? Von der Zug war auch, naja. Er nimmt aber auch die Dame dafür nicht. Warte, ist sie noch? Ach, der ist sich schon. Okay, habe ich nicht gesehen. Ja, ich vermute mal, der wird noch matt gesetzt, der Weiße. Pass auf. So, genau, dann So, Dings. B5, herrlich. Das stimmt. Nice. Gar nicht gesehen, ey. So, genau. Dann nimmt er da. Die Dame Ja. nimmt den Bauern. Schach. So. Geht zur Was sehen wir Seite. Jetzt jetzt? ist Schach in 2 übrigens, ja, Maxelim. Matt sogar, ja. Ah ja, Matt meine ich ja. Ich sage immer Schach irgendwie. Jetzt wieder in 4. Dann sehe ich den zweiten Dings. Da wird der Turm weggestellt. Da ist der Turm weg.
Ja, stimmt. Keine Ahnung, was das soll. Mega spannend die Partie auf jeden Fall. Ja, man weiß halt nicht, wer macht den nächsten groben Fehler. Ja, da ist er. Da ist schon direkt. Vexilin. Oh! Vexilin, was ist das? Ist du überhaupt noch Scheiße! da oder bist du schon geliefert, Scham, ey? Ja, da war die Dame weg und dann. Ja, aber die Stellung ist immer noch gewonnen für Weiß, vermute ich. Weil er sehr viele Figuren hat für die Dame. Ja, halt viele Bauern auch, ne? Aber dann. Genau. Oh! Hier kann er. Oh nein, Matt in einem. Oh, ich wusste es. Ich wusste, dass sowas kommt. Ey, shit. Ja. Das ist halt. Ja, also das, wenn ich darüber ein Video mache, ey, 100 Minuten Fehlerparade, ey, das gibt's doch nicht. Das wär, glaube ich, echt lustig. Kennst du Held der Steine? Nee. Weil der macht so Lego-Videos, wo er die Sachen unboxt und da haben auch die Videos, wo er halt so die schlechtesten Sachen, sage ich mal, zeigt, haben auch richtig viele Klicks. Ich glaube, das könnte echt gut ankommen, wenn du so eine Partie zeigst, weil viele finden das lustig und man kann halt sich halt gut drüber lustig machen, ne? Ja, aber das Ich klingt ja kann. so ein bisschen arrogant, wenn ich das mache, vielleicht. Wenn man es lustig macht, glaube ich, geht das. Ich kann dir die beiden auch Ja. gerne bereitstellen. Also die machen noch locker noch mehr Partien für dich. Aber sag nochmal, wie ist nochmal der Lego-Typ? Held der Steine. Held der Steine. Feierst YouTuber, vermute ich feierst mal. du Lego oder? Lego? Ja? Nee. Nein, Wieso? nicht Wie kann wirklich das? nicht. Ich feiere Habe ich das. nie gehabt. Ah, Ja, ist doch okay. schön. Also ja, ich habe aber nie gehabt, Lego, als ich klein war. Ich komme aus einer griechischen Gastarbeiterfamilie. Lego ist ein Fremdwort. Also hat es gehabt. Gab's denn das griechische Pendant dazu zu Lego? Nee, ich musste irgendwie schon, weil keine Ahnung, ich hatte keine Spielzeuge. Ich bin sehr früh erwachsen geworden, irgendwie dadurch. Ich weiß es Krass, nicht. ey. Held der Steine, ne? Ja. Jo, ich gebe das auf Google ein, kommt direkt der Eddie. Ich guck mal. So, und jetzt ist Carlsen noch da. Dann könnte ich gegen Herr dich gerne Raphael? spielen. Ja, der würde sich freuen. Das ist ein junger Spund. Oh, hier habe ich auch einen GM. GM Niklas. Nee, ist klar. Ja. Kann man sich den Titel einfach geben oder ist das verifiziert? Er will sich hier schön in den Stream rein. Das ist auch ein YouTuber. Ach so. Ja. Und ihr Und habt jetzt sieht Beef. natürlich das. Nee, Beef nicht, aber. Ich finde es ein bisschen krass, dass er einfach mal so in den Stream reinkommt. Aber kannst du gegen ihn gerne spielen, wenn du willst. Nee, das hat mich nur gewundert, dass er mich herausgefordert hat. Alles gut. Nee, 10-0 gegen. Er müsste natürlich 1-0 in halbe Minute nehmen, wie ich. Was hat er gemacht? 10 plus 0. 10 plus 0, ja. Ich glaube, dein Kollege oder dein Zuschauer da ist leider nicht mehr da tatsächlich, ne? Der Raphael, ja, kann sein. Pizzafighter. Ja, soll ich lieber gegen einen normalen spielen oder also mir ist Ja, so egal. ein deiner Kragenbeine halt, ne? Der so auch 1400 Okay. oder 1300 oder so. Ja, Nee, okay. Raphael Karlsen ist übrigens da, ne? Ach, er ist doch da. Ach. Ja, aber der ist vielleicht ein bisschen zu stark. Okay, dann würde ich erstmal das eine Match hier so machen, dann können wir ja trotzdem einfach mal spielen und gucken. Vielleicht bin ich ja auch besser geworden jetzt. Da haben wir ja schon wieder ein Match analysiert, ne? So, Pizza-Fighter, der Name. Ja. ich kann nur die eine Eröffnung, deswegen sieht man bei mir immer das Gleiche. Ja, es ist auch ein Riesenunterschied, ob du mit Weiß oder Schwarz spielst, natürlich auch. Ne? Wobei hier ist aber auch. Keine Ahnung, ist es nicht eigentlich gut, jetzt einen zweiten Bauern hinzupacken, damit ich hier diese Linie kontrolliere? Also Ja, auf jeden Fall. eigentlich muss man ja die Figuren entwickeln, aber das ist ja eigentlich schon stark, Nee. ne? Erste goldene Regel: Besetze mit dem Bauern das Zentrum. Okay, Stimmt, ja. das ist. Warte, warte! Guck genau nach ihm! Verdammt, jetzt habe ich ja wohl zu schnell gespielt. Ja, den ganzen hätte er verschlagen können. Stimmt, oh. Ich dachte jetzt nur verteidigend. Naja, okay. Ja, ich weiß nicht, warum Pizzafighter das gemacht hat. Ob er dich irgendwie pranken wollte oder so, keine Ahnung. Tja, dann stelle ich dich auch Schach. Deine Schuld. Goldene Regel beachten. Ne? Nummer zwei, entwickle die Leichtfiguren. Ja, mache ich doch gerade. Der ist doch hier. Der ist sowas von entwickelt. Ja, super. Wir haben den Delay, vergiss das nicht. Ah ja. Ich frage mich, woran das liegt mit dem Delay. Ich glaube, mit Inclays hatte ich das nicht, als ich das mit ihm gemacht habe. Seltsam. Seid ihr irgendwie Freunde oder so gewesen, dass man dann kein Delay Nö. hat? Hä?
Ich habe dich ja auch, was meinst du mit Freunde bei Leeches? Ja. Oder gibt es es Hm, gar ich habe nicht? dich. Doch, ich folge dir ja, ne? Nee, Freunde nicht so, man kann jemand folgen. Ah, okay, ich dachte, vielleicht gibt es irgendwie noch so extra Freunde-Dinger oder so. Nee, nee. Streamt Ich auf frage deinen mich gerade. Screen. Ja, das könnte ich. Ich könnte hier, guck mal, ich kann einfach bei Discord kann ich die Bildschirmübertragung aktivieren. Vielleicht geht das. Ich mache mal hier kurz Desktop aus bei Dings, nicht, dass sich das irgendwie verschiebt oder so. Guck mal, jetzt siehst du mein Spiel. Ja, Und ich ich kann das auch noch streamen. Das müsste jetzt aber auch tatsächlich Echtzeit sein. So müsste das gehen. ja, ich guck mal. Okay, das sieht jetzt besser aus. Ich glaube, das müsste Echtzeit sein. Discord, heftiges Programm, ehrlich, Alter. Das riecht underrated, finde ich. Hast du eigentlich mal TeamSpeak genutzt? Kennt man das im Schach? Oder? Nee, nee, nee. Ich kenne es so vom Hörensagen, aber ich habe es nie benutzt. Braucht man auch nicht. Jetzt natürlich zur Zeit wegen Corona, alle spielen Online-Schach und suchen natürlich nach Lösungen, um mit Leuten zu kommunizieren. Und deswegen ist Discord jetzt auch bekannt unter Schachleuten. Oder Zoom natürlich für Konferenzen. Deswegen, wenn ihr Bock auf eine geile Schach-Community habt, dann geht auf jeden Fall in den Discord von The Big Greek. Ist Da ist irgendwo. wirklich einiges los, ja. Du hast gerade Läufer G5 gezogen, ne? Ja. Und jetzt 8:30, 8:29. Genau, ja. Das müsste jetzt gleich sein. Discord, TS, Skype. Ja, ich habe damals haben wir noch TeamSpeak 2 genutzt. Das kennt ihr alles gar nicht mehr, ey. Das waren noch Zeiten. Okay. Ah, shit, ich befürchte, dass die Videos eventuell nicht synchron sind. Ich habe sie mir Wie? nicht angeschaut. Wie die Videos? Die letzte Session, die wir letzte Woche gemacht haben. Es könnte sein, dass der Delay zu sehen ist, wenn ich das Video veröffentliche. Inwiefern soll da denn Delay drin sein? Ja, so wie, weiß nicht, wenn ich erzähle was und es passt nicht so ganz zu dem, was du gerade machst, vielleicht. So, ja. Ich muss mir das mal anschauen, nochmal heute Abend, bevor ich das morgen veröffentliche. Shit, das habe ich mir nämlich nicht getan. Ich habe halt nur ein Intro gemacht, halt, ne? Und gesagt, pass auf. Meinem Kollegen, cutte das bitte so und so. Und dann machen wir Teil 1 draus. Deine erste Partie von letzter Woche, die du gewonnen hast. Da stehe ich auch Ja. direkt gut da, wenigstens. Ja, aber wenn der Ja, das schon geschnitten klar. hat, sollte das ja eigentlich gehen, oder? Weil dem wäre das doch auch locker aufgefallen. Nee, der guckt ja nicht das Video, der guckt ja nur nach dem Ton, nach der Audiospur und sieht dann halt, wo der Ton ist halt, ne, und schneidet das dann halt dort. Aber gut, schauen wir mal. Und wenn nicht, dann machen wir halt so viele Sessions, dass mega viele Highlights bei rumkommen. Ich glaube, das dauert. Du willst viel Training haben, ich merke schon. Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass mir das auf jeden Fall was gebracht hat. Also ich schlage jetzt zum Beispiel halt meinen Kollegen, ne? Das habe ich ja vorher nicht. Also anscheinend bin ich ja echt ein Stück besser geworden. Ja, aber du spielst ja auch deutlich mehr wahrscheinlich, ne, als dein Kollege. Ja, geht, aber so viel zocke ich eigentlich gar nicht. Von welchem Kollegen sprichst du gerade? Marcel, da hast du dir auch ein Match angeguckt gehabt. Was zockst du denn sonst so in letzter Zeit? Hearthstone noch, falls du das Ah, okay. kennst. So ein So ein Karten. Kartenspiel, ne? Ja, Ja. genau. Hab's Und aber nie gespielt. Es gibt Schachspieler, die das zocken, sehr viele sogar. ja, da sind halt kluge Leute, ne? Und dann spielt man halt auch andere Spiele, wo man nachdenken muss. Ist halt nicht rumgeballer wie bei Counter-Strike, das ist hier Köpfchen einsetzen. Was ist eigentlich, der Inglis meinte zu mir, Hearthstone wäre sehr viel Glück. Ja, ist schon sehr viel Glück dabei. Man muss halt die richtigen Karten haben, ne? Wenn du irgendwelche krassen Kombos hast, dann ist halt vorbei meistens. So, jetzt hat er G5 gemacht. Du bist bei 7, 56, 55, Ja. 54.
Kommt hin, ne? Ja, gut, dann müssen wir das mit. Ich glaube, ich habe das mit Inglis auch mit Discord gemacht. Ach, ey, shit. Gut. Aber jetzt wissen wir Bescheid für die Zukunft. Das ist irgendwie ein komisches Match, oder? Ich weiß nicht. Ja, das ist hier geschlossene Stellung. Zentrum ist geschlossen und ihr habt bis jetzt nichts getauscht. Und dementsprechend wird so ein bisschen rumlaviert. Keiner traut sich was richtig zu. Na, jetzt greift er an. Jetzt greift er an. Der Pizzafighter. Mal gucken, was er macht. Ja, korrekt. Jetzt hat er einen Doppelbauer, ne? Und der Bauer hier ist nicht mehr gedeckt. Habe ich Ja, mir gedacht. dafür hast du einen Läufer abgegeben, ne? Aber gut, kann man machen, kann man Ja gut, machen. aber er hat ja einen Springer verloren, ne? Ist das nicht in Ordnung, so zu tauschen? Ja, materiell ist das völlig in Ordnung, 3-3. Irgendwas sagt mir, dass ich den nicht schlagen soll. Ich weiß nicht. Irgendeine Eingebung. Was würdest du sagen, wer steht besser jetzt so? Er steht halt weiter vorne, ne? Ja, also es ist unklar. Beide scheiße, also einfach. Nee, unklar ist sowas wie keiner, man kann nicht genau sagen, ob einer besser steht. Es spricht einiges für ihn, aber auch einiges für dich. Es hängt davon ab, wie ihr weiterspielt halt, ne? Und denk an alle deine Figuren, ne? Goldene Mittelspielregeln, Figuren verbessern. Alle Figuren wollen mitspielen. Ja. Wenn der Gegner nichts droht, kannst du an deiner Strategie arbeiten. Ja, das ist ein schöner Zug, gefällt mir. Ich habe sogar ein paar Züge vorausgedacht auch. Das mache ich auch nicht oft. Das muss ich nochmal hier erwähnen. Wirklich? Ja. Wirklich? Was hast du denn berechnet? Sag mal. Ja, das kann ich dir ja nicht sagen, sonst macht er es ja nicht. Wie? Er hört dich doch gar nicht. Der ist so im Stream. Der Typ, meinst du, gegen den Ja, du spielst? ja. Pizza-Freitag, so. Der Ja, hat. aber das heißt ja nicht. Ja, Das aber kann der. ja auch Blödsinn, das kann ja auch Blödsinn sein, was du berechnet hast, ne? Ja, aber, weiß, ja, aber wenn es gut ist, dann weiß er das und dann spielt er da bestimmt gegen. Wie soll er das denn wissen? Ja, indem ich es sage. Also, Indem du es sagst, heißt er noch lange. ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, obwohl, das ist überhaupt so Ja, aber krass, das war ein diese. guter Zug. Das war ein guter Zug. Einfach mal so. Das kann ich ja ruhig sagen. Das ist ja kein Cheaten. Naja, jetzt bin ich ja erstmal lockerer, also weißt du, jetzt ist so, ja, ich gewinne anscheinend Ja. gerade. Aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Duell hier gegen den Pizzafighter. Oh, stimmt, ist echt noch Just Chatting, das stelle ich mal kurz um. Turm C5, ey. Das ist ein interessanter Zug. Ich guck mal, ob der Pizzafighter. Oh, das ist seine erste Partie hier. Von Pizzafighter. Das ist eine absolute Premiere gegen dich. Der Jungspund hier. Der hat sich nur deinetwegen angemeldet. Ehrenmann an dieser Stelle auch. Den Chat lese ich gerade übrigens nicht, ne? Also falls die Leute was fragen, müsstest du es mir sagen, weil ich verfolge natürlich nur über Discord. Ja. Läufer auf E7, Bruder. Timo, was geht? Läufer F2 hast du gemacht. Angriff auf den Turm, ne? Habe ich mir so. Ja, du Ja, hattest so. schon vorher was. Du hattest schon vorher was angegriffen. Ja, aber man kann sich ja hocharbeiten, weißt Ja. Man kann auch dummes Zeug reden. Das ist du? Man muss groß denken. So mit Bauern gebe ich mich nicht zufrieden. Ja, ich sehe schon, vorsichtig, was ihr da macht. Ihr spielt beide mit dem Feuer. Ich kann natürlich nicht sagen, was er da vorhat. Normalerweise in einem Fußballspiel würde ich jetzt sagen, der Bauer macht dies, das.
Und er droht das halt, ne? Aber hier kann man das nicht sagen, also sonst ist das ein Cheating. Das ist ja das Unterschied, das ist ja der Unterschied zu Sport, ne? Also ich kann ja natürlich, ja, ich kann jetzt sagen, du hast mit dem Springer den Bauern geschlagen, aber ich kann nicht sagen, so jetzt, dieser Springer droht das und das, ne? Ja, ich habe mir gedacht, wenn er jetzt hier, also würde er, die, wenn ich den Turm nehme, schlägt er den Bauern und dann habe ich Angst, dass er irgendwie, dass mein König hier zu offen steht oder so. Deswegen bin ich lieber mal auf Nummer sicher Ja. gegangen jetzt. Da wir jetzt kein Delay haben, werde ich das gleich mal schön mit dir analysieren und dir genau sagen, was er hätte schlagen können, was du hättest schlagen können. Hat er schon auf Leons neues Video reagiert? Ja, habe ich schon gemacht. Natürlich. Wer ist Leon? Leon Mascher, so ein YouTuber, der nicht so ganz beliebt ist in der Szene. Okay. Was macht er? Der macht Warum so denn? Pranks, aber das ist halt alles Fake. Also das ist alles nachgestellt und so und verkauft das halt als echt. Gut, das ist aber Standard, oder? Heutzutage. Ja, das macht's ja nicht besser, ne? Das stimmt allerdings. Gibt es einen guten deutschen Prank-Kanal, den du dir guckst? Nee, ich gucke gar keine Pranks. Okay. Jetzt ist der Turm mal dran, jetzt aber hier. Ja. Ja, ich habe tatsächlich kein Delay. Ich höre immer das Klacken der Figur, immer in dem Moment, wo auch die Figur zieht. Oh, sehr gut gesehen, Kuchen. Ich schon die ganze Zeit gesehen, aber es kam immer irgendwas dazwischen. Du hast jetzt wie viele Punkte mehr? Sechs. Das stimmt, da steht da, ne? Plus 6 steht da, ne? Das ist natürlich schön, schön einfach. Normalerweise, die Profis zählen das natürlich, ne? Dass diese Figuren, dass sie unter der Zeit stehen oder über der Zeit, das ist nur für die Anfänger gemacht halt, ne? Ja, aber gut, ich weiß nicht, im echten Schach hättest du ja die ja noch daneben stehen. Jetzt müsste ich ja wirklich mich komplett drauf konzentrieren, wie viele Figuren ich geschlagen habe. Also, ja, stimmt, Iratsch TV gibt es ja immer ganz lustige Streiche, ja. Wie heißt der? Iratsch TV. Iratsch. Ja. Streiche. Tim, ich mein Leon Lostlock, nicht Leon Mascher. Ach so. Oh, ja, gibt halt viele Leons, die komisch sind, ne? 400.000 Abonnenten der Iratsch. Ja. Was hast du gemacht, hast dich matt sitzen lassen? Nein. Bin ich so kurz davor, oder was? Ach nee, 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 er hat Läufer G7 gemacht. Okay, das war natürlich auch nicht gut. Werde mal Irats TV ausprobieren. Mal gucken, ob der was kann, der Eddie. Der was kann. Ja. Sagt man das nicht? Schwierig, ne? Damit urteilst du ja, ob er das gut macht oder nicht, aber es ist ja immer eine subjektive Meinung der Geschehnisse, weißt du? Ja, es ist Geschmackssache bei Pranks natürlich, ne? Klar, bei Streich. Pizzafighter, willst du die Zeit ablaufen lassen oder was ist da los, Lass ihn nur mal nachdenken, den armen Jungen, ne? Jetzt verzweifelt gerade, drei Figuren weniger, aber wie viel? Na? Ja, 9 Punkte. Aber das hat er sich ja auch selbst zuzuschreiben. Ja, klar. 9 Punkte? Ja. Ja, stimmt. Der Turm weniger, zwei Figuren weniger. Dafür hat einen Bauern mehr, oder was? Wie kommt der 9 Punkte? Jetzt fresse ich mich natürlich einfach durch die gegnerischen Linien, ist ja klar. Du könntest, ja klar, du könntest dich natürlich auch sehr schnell matt setzen, wenn du es hinkriegst, dann ist es auch vorbei. Ja, matt setzen habe ich immer noch so meine Probleme, um ehrlich zu Ja, ich sein. weiß. Ja, ich merke das. Hast du mein Video gesehen zum Mattsetzen mit Dame gegen König? Dame und König gegen König? Wahrscheinlich habe ich das gesehen, ja. Ja, aber du guckst doch nicht jeden Tag meine Videos. Doch, ich gucke eigentlich fast alles. Nur Echt? manche Videos mit unsterblichen Partien oder so. Manchmal gucke ich das nicht. Das kommt immer drauf an, wie ich Zeit habe. Aber sonst gucke ich eigentlich fast alles. Krass. Ich meine, das ist ja auch, ja, geil. Freut mich. So, jetzt ist es bei 23, 22, 21, ne? Ja, genau, jetzt ist wieder, jetzt ist gleich. Perfekt, siehste? Haben wir doch easy gemacht. Ja.
Ist natürlich auch mein Fehler, dass ich nicht drauf komme, dass es dann daran lag, weil ich konnte mich auch nicht erinnern, wie ich das mit Inglis gemacht habe. Und bei ihm war das ja alles schön, ohne Delay alles. Aber ich glaube, der hat so ein bisschen die Lust am Schach verloren gerade wieder. Denn Clay ist echt, wie kommst du drauf? Ja, weil ich sehe ihn nicht mehr spielen. So. Ich glaube, der war ein bisschen ehrgeizig oder genervt, dass er nicht besser geworden ist. Ich weiß nicht. Würdest du denn sagen, dass ich mich verbessert habe? Absolut. Hallo? Kuchen. Ja, keine Ahnung. Vielleicht habe ich ja auch Glück und einfach schlechte Gegner. Na, man muss ja dann schon mal wissen, wo man steht. Man sieht es ja auch so ein bisschen an der Zahl auch, oder? An der Elo meinst du? Ja, hier oder nicht? Ja Ist gut, die ich nicht habe besser ja geworden? gestern bei dem Turnier haben wir habe ich mit Leuten oder gegen Leute gespielt, die das auch so fast zum ersten Mal gespielt haben. Also ist dann immer schwierig, wenn man dann gewertete Matches macht. Naja, aber das hat nichts zu bedeuten, weil wenn du dann, die Gewinnerwartung ist halt sehr niedrig, ne? Wenn du gegen ganz Schwache spielst und gewinnst, dann kriegst du halt ganz wenig Punkte dazu. Und wenn du verlierst, verlierst du deutlich mehr, Ach so, ja ne? gut, ich weiß nicht. Wie ist das denn? Also wenn du jetzt ein erstes Match hier machst, weil dann weißt du ja noch gar nichts, dann verlierst du automatisch nicht so viele Punkte oder gewinnst viele. Doch, Weil. doch, am Anfang der 1500er hier mit dem Fragezeichen, der gewinnt entweder jetzt sehr viel oder verliert sehr viel. Weil das muss dann irgendwie so balanciert werden, ne? Dass er irgendwie eingeordnet wird. Aber nach ungefähr 9 oder so Partien, glaube ich, 19 Partien ist das dann. Dann bist du erstmal eingestuft in dein Level. Aber ich glaube, das gibt es bei vielen Spielen, ne? Elo, ja. Ja, auch bei StarCraft kann ich mich erinnern, dass die Leute dann irgendwie dann gerankt wurden, je nachdem, wie die ersten 5 Spiele waren. Ja, bei LoL sind es 10 Spiele zum Beispiel. Ja, okay, siehst du? Sowas wie Valorant oder so spielst du gar nicht? Ich habe leider keinen Key, nee, sonst würde ich das spielen. Kein Key? Ja, da brauchst du ja so ein. Kann man den nicht kaufen? Nee, das ist noch in der Beta, deswegen geht das noch nicht. Ah, okay. Etwas langwierig, die Partie, muss man sagen. Ja. Aber das Dauert liegt leider daran, etwas. ja, was spielst du da 10 plus 5? Ja, aber das ist natürlich okay, 10 plus 5 zu spielen. Der Inkles hat natürlich immer 3 plus 2 gespielt, aber das war natürlich auch mal eine Fehlerparade Deluxe. So kurze Bedenkzeit. Bei Also ich. Anfängern sage ich eigentlich, man sollte sich ein bisschen mehr Zeit lassen, genau. Ja, ich spiele halt auch lieber längere, weil wie du schon sagst, also ich habe ja das eine Turnier habe ich ja da mitgespielt, da habe ich ja irgendwie 8 Sachen verloren oder so. Weil ich halt auch einfach keine Zeit hatte, nachzudenken. Und gerade als Anfänger bei 3 Minuten und 2 Sekunden pro Zug quasi, ist halt schon sehr schwierig, gerade am Anfang, ne, wo du noch sehr viel berechnen musst. Deswegen finde ich das schon deutlich angenehmer, wenn die Runden ein bisschen länger sind. Ich hätte auch die Dame nehmen können, naja. Stimmt. Hey, was macht er denn? Na gut. So, jetzt mache ich mal den Gar aus langsam. Ja, jetzt mache ich ernst. Jetzt bist du kurz vom Matt. Nicht so schnell. Na, ist okay. Mach. Ich Okay, möchte einfach warte. nur, dass du nachdenkst, ne? Das, weil das Ja, ist ja. zweizügig matt halt, ne? Okay. Das ist jetzt auch kein Cheat mehr, weil es ist wirklich vorbei. Jetzt ist es nicht mehr zweizügig, aber egal. Ah, verdammt. Ich dachte, weil die hier, dann kann er halt. Ja, na gut, hätte er auch so nicht. Ja, okay, ja. Oder ist es zweizügig nicht? Nee. Tja. Jetzt mache ich die wieder nervös. Eins. Ist wieder zweizügig matt. Er hat nur ein Feld. Hey, matt, hast geschafft. Sogar Jawohl. mit schon davor. Ich habe es schon berechnet. Der Wahnsinn. Ja, so krass bin ich nämlich. Ah, easy. Sehr schön. So, jetzt E4, D6. Mach mal. So, der erste Riesenfehler. Er macht Läufer G4, greift eine Dame an.
Was nochmal? D4? Wie greift er da? Wen greift er an? Jetzt Ach Läufer so, ah G4. ja. Ja Ja, gut, die jetzt kannst du auch ich. verschlagen, ne? Ja, habe ich nicht. Ja, ich habe zu defensiv gedacht. Ich dachte so, oh nein, verdammt. Eieiei. Okay. Aber wäre auch dann schon entschieden gewesen. Ich wollte ja ein spannendes Match haben, deswegen habe ich gedacht, komm. Natürlich, ja sicher. Du bist so ein Gönner. Aber Ja. mach mal die Engine aus. Ja. Oh. Die brauchen wir nicht. So, genau, dann habe ich einen Schach gestellt, einfach. Ja, das Schach ist aber Quatsch. Weil er das Schach sehr einfach abblocken kann mit C6, den Bauern davor stellen kann, anstatt den Springer. Und dadurch verlierst du einfach Zeit. Dann musst du mit dem Läufer wieder zurückziehen. Und er hat dann einen nützlichen Zug von dir umsonst erhalten, kostenlos erhalten halt. Okay. Gut. Weiter, 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 weiter. Weiter, weiter, weiter. Also die ersten 10 Züge passiert nicht viel. Aber was für eine wunderschöne Rochade, oder? Die wollte ich nochmal, können wir uns nochmal in Zeitlupe angucken? Ja, Ja, perfekt. super, wie der König so rüberflutscht. C3 hast du gut gesehen. Ja. Bis hierhin ist das eine sehr gute Partie. Ja, top. Top, wie du die Figuren filigran übers Brett ziehst. Könnte von einem Profi kommen. Ja, absolut. Bis hierhin hätte ich es kaum besser gemacht. So, der erste Zug, wo ich sage, damit C1, dieser Zug ist, ach so, du deckst den Bauern, aber mach mal zurück die Dame. Genau, ich So hätte ihn was? auch nehmen können, theoretisch, ne, Ja, oder? überleg mal. Zweimal sogar. Du kannst schlagen und dann gewinnst du den Bauern. Mach mal. Schlagen, schlagen, schlagen. Mit der Also, Dame. ja. Und er steht Schach. Schach, Schach. Und dann gewinnst du auch noch den anderen Bauern auf C4. Stimmt, ja, hast recht. Ja, dann hättest du Da mal sind eben wir. zwei Bauern gewonnen, ne? Ja. Ja, da habe ich Also leider. kurzer Ja, Tipp. ich hatte halt Angst, ne, wenn er halt hier schlägt, dann. Und meine Ich weiß, Dame du steht wolltest den da, Bauern dann. decken. Ja. Aber ein ganz kleiner Tipp. Geh mal zurück. Genau, stopp. Nach Springer A4 immer gucken, ob man etwas schlagen kann. Und wenn man etwas schlagen kann, ob das etwas bringt. Ne? Ob das etwas einem bringt. Ja, Vorteil. Immer weiterrechnen. Ja, ich hier. habe nicht dran gedacht, irgendwie, keine Ahnung. Aber merke ich mir dann. Genau, habe ich ihn gedeckt. Dann kam er von der Seite. Er greift natürlich etwas furios an hier, aber vernachlässigt seine Entwicklung. Ne? Ja. Also sein König steht in der Mitte und der Läufer auf F8, die Schwerfiguren spielen nicht mit. Der Läufer ist auch ziemlich eingeengt da. Ja, auf F8, ne? Ja. Okay, weiter Genau, da geht's. habe ich erstmal genommen, weil ich erstmal Nehmt zu gucken gut. wollte. Ja, ist aber okay. Genau, da habe ich dann extra nicht geschlagen, weil der viermal gedeckt ist jetzt. Das heißt, er kann den auch nicht nehmen ohne Verluste. Habe ich mir so gedacht. So, F4 ist ein sehr starker Zug, weil du greifst den Bauern E5 an. Das kannst du mal mit einem gelben oder sonstigen Pfeil mal einzeichnen für deine User. Genau. Den greifst du an. Und eigentlich müsste er jetzt diesen Bauern irgendwie decken oder er müsste auf F4 den Bauern schlagen. Er hat aber nicht darauf reagiert. Auf Drohungen muss man reagieren. Das ist goldene Regel Nummer 7. Ja. Er hat aber was anderes gemacht. Er hat irgendwie den Turm gezogen nach C5. Ja, Ja, genau. das ist Quatsch. Und hier müsstest du deine Drohung ausführen. Das heißt. Nehmen. Genau, du kannst den Bauern verschlagen. Und Ja. danach steht er schon mit dem Rücken zur Wand. Der greift den Springer an, öffnet die F-Linie für den Turm auf F1. Er kann wieder nehmen, gerne. Mach mal. Und dann kannst du Ja, mit dann deinem kann Läufer schlagen. ich. Nee, nee, Ja, nee, 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 nee. nee, das sehe ich jetzt. Da ja, aber mit dem Läufer. So, ja. Ja, du schlägst den Bauern und der Springer ist auch angegriffen. Und das hier ist einfach total verloren sofort. Ja, Also okay. verloren im Sinne von objektiv halt, ne? Ja. Ja, ich habe halt gedacht, was habe ich denn da gedacht? Wenn er nimmt, warte, so. Wenn er nimmt, kann ich hier wieder nehmen, glaube ich. Hat es auch Genau, gut. dann greife ich ihn halt hier an, ne? Und er kann mich nicht schlagen. Greife ich noch Nee. irgendwas an? Nee, ne? Nur das. Ja, gut. Aber Den der, genau, Turm halt. stimmt. Genau, er kann halt nur hier hin, weil er ja keinen Platz hat. Und da greife ich ihn aber auch direkt an. Das war mein Ziel quasi, den Läufer zu kriegen. Der geht aber nicht verloren, weil er ist gedeckt da, Ja, klar, aber das war es mir ne? wert. Auch einfach mal rein, finde ich, ne? Genau, er ist dann nach vorne gegangen. So, hier jetzt zurück, zurück, Mama, zurück. G4, G3, ja, Läufer F2. G3 jetzt von ihm. So, hier, das ist natürlich ein trickreicher Zug, weil er greift mit deinem Läufer deinen Springer auf E2 an. Siehst du das? Ach, stimmt. Ja, habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Du hast zufällig den Springer genommen und den Bauern auf G3 geschlagen. Habe ich mir schon gedacht. Nee, Aber das das habe ich schon, ist. das habe ich schon absichtlich gemacht, weil dann halt der Springer hier angreift und der Läufer da, ne? Der Ja, kann halt nicht. okay, Ich glaube, ja. der ist hier gedeckt und der da, aber ich meine Ja, aber zumindest der sind, Turm ist ja. Genau, genau, der Turm Turm ist ist ja ja mehr mehr wert. wert als Ja. der Läufer, genau.
Das habe ich mir schon so gedacht. Ja, den hast du voll im Griff gehabt ab jetzt. Ab jetzt ist es Ja. echt ein Einbahnstraßenspiel. Also es ist ein ganz souveräner Sieg hier. Ja, insbesondere, weil er natürlich sein Material verschenkt, ganz fröhlich. Ja. Ja, kennt nichts anderes, ey. Ja, gut, ich weiß nicht. Ist hier noch irgendwas zu analysieren? Großartig, wir müssen uns vielleicht nochmal beim. Ja, eigentlich nicht. Du könntest schneller Matt setzen, aber ich glaube, das ist jetzt auch egal. Ja, ist egal. Pass auf, hier, genau, mach mal hier. Nimm, nimm. Ja, mach weiter, 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 weiter. Dame H5. König G7. So, und hier zweizügig Matt. Jetzt finde es nochmal jetzt. Wahrscheinlich Zwei so. Züge. Ja. So, und jetzt? Ja. Nee, doch, oder? Matt. Ja. Ist doch Matt, ne? Ja. Leuchtet roter als sonst. Leuchtet der echt anders, wenn der matt ist? Quatsch. Ja, keine Ahnung, kann ja sein. Keine Ahnung, warum nicht. Wer Jetzt blutet er richtig. Jetzt kommt Blut raus. weiß. Das müssen Sie mal Animation. Da kommt richtig Blut raus, wenn er matt wäre. Das wäre doch geil. So, jetzt würde ich hier gegen Niklas mal. Jetzt Ja, sind es mach auch mal. 2400. Okay. Oh, ich bin sogar schwarz. Ist ja noch schlechter. Ja, aber er Oh. muss dir Zeit dazu geben. Ach, er spielt sogar auf 30 Sekunden. Ah, ist ja fair. Ja, er hat mich gehört, weil 10 plus 0 ist Quatsch. Er kennt das auch nicht so gut. Aber was meinst du Aber denn, wenn wir 100 Partien spielen auf du normaler musst dich dann, Zeit, er muss auf das Plus klicken. Ja, jetzt sieht er es. würde ich Genau. dich einmal schlagen, denkst du, bei 100 Partien? So einmal aus Glück oder so? Oder ist das echt so ausgeschlossen komplett einfach? Nee, auf Zeit halt, ne? Auf Zeit. Er soll mal Stopp machen, das reicht 10 Minuten. Er hat halbe Minute, genau wie ich halt gegen dich, ne? Und jetzt spielt er halt Er ist halt gegen dich. besser als du, ne? Er ist GM. Der ist GM, ja, aber der hat Elo 2000, knapp 2600. Habt ihr schon mal gegeneinander gespielt? Oder Einmal, einmal. wer hat gewonnen? Ist Remis ausgegangen. Ein faires Remis oder war das, hast du dich schon als Ja, Sieger klar, gesehen? nee. Wie faires Remis? Ausgespielt halt, ne? Ja. Ist vor 5 Jahren oder so mal gespielt. So, er hat natürlich weiß, ne? Das ist natürlich ein bisschen unfair. Eigentlich müsste er ja schwarz haben, aber gut. Das ist ja schon doof irgendwie hier alles. Das ist eine stinknormale Eröffnung. Dann interpretiere ich, glaube ich, zu viel rein. Ja, geht aber auch aufs Ganze hier, ne? Das ist das Gleiche, was ich gegen dich gespielt habe letzte Woche. Und das hatte ich, das ist natürlich eine unfaire Geschichte hier, die Eröffnung. Ist das nicht so eine komische Falle? Nee, Falle nicht, das ist eine normale Eröffnung. Du hast nur einen Zug, um. Er droht halt gerade ziemlich heftig was und du hast nur einen Zug, um das zu verhindern. Ja, der Springer mit dem Läufer, was droht er denn? Mit dem Läufer zusammen in Kombination. Ja, Alleine droht ich. eine Ach Figur so. selten was. Ja, noch ein bisschen weiter den Pfeil, noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen nach unten. Mehr, ja. Ah ja, schon, dann Schach. Okay, ich habe einen Zug. Ich muss ja irgendwie das Feld dann nochmal decken, war? Oder Ja, ich das darf. kannst du leider nicht denken. Boah, es ist ja hart, ey. Sehr gut. Ja, er spielt natürlich mit Pre-Move. Er greift jetzt seinen Springer an. Er denkt halt, er ist cool, aber ist er halt nicht, ne? Das ist das Problem. Was greift er an mit dem Bauern? Den Springer. Ja. Ich höre zu. Okay, Ja, hör ist schon zu, klar, siehst dass er du? zuhört. Ey, 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 was ist das denn? Ich dachte, er macht wieder Pre-Move, dann hätte ich seine Dame. Nein, nee, nee, so schlecht, nee, sowas machen wir nicht. Okay. Weil wir wissen ja ziemlich genau so, wir dürfen nicht pre-moven in so einer Situation. Ja, verdammt, jetzt habe ich ziemlich reingeschissen. Ja, jetzt hast du es, ja. Ja, alles klar, Digga. Schönes Spiel. Ja, da habe ich halt alles auf eine Karte gesetzt, nicht? Aber er hat auch ohne Dame hat er gewonnen, also davon mal ganz abgesehen. Ja. Ja, das geht aber auch darum, dass er in 30 Sekunden gewinnt, ne? Also. Oh, jetzt bin ich aber weiß. Mal gucken. Okay, eine Runde noch, dann vielleicht können wir das hier analysieren. Aber ich glaube, das eben macht, glaube ich, nicht viel Sinn. Das ist halt das Gleiche wie bei mir letzte Woche gewesen, diese Variante mit.
Schwarz ist halt ein Riesenunterschied für dich, ob du mit Schwarz oder Weiß spielst, ne? Da macht sich das, da macht sich das halt bemerkbar, ne? Obwohl das wäre eigentlich doch ganz spannend gewesen, eigentlich mal zu gucken, weil ich wüsste gerne, wo ich da. Ja, das kann ich dir zeigen. Das kann man dahinter noch machen. Was machst du? Du machst auch komische Züge. Ich weiß nicht, Mann. Ja, mach doch Pre-Move, ist ja egal. Bleib einfach ruhig. Spiel so, wie du gegen mich gespielt hast letzte Woche mit Weiß. Ja, ich habe jetzt schon verkackt, naja. Nein, überhaupt nicht. Es ist gar nichts passiert. Ich habe den Läufer eingebaut. Ja, es macht ja nichts. Okay. Solange du kein Material einstellst und ist alles gut. Hat doch immer noch 30 Sekunden, als ob nicht eine Sekunde vergangen ist. Komm, sei leise. Mach dich deswegen nicht Ja, alles gut. verrückt. Alles im grünen Bereich. Das ist schwierig. Ja, bleib stabil. Stell nichts ein. Verdammt, ich dachte, du machst irgendwas, wo ich drauf reagieren kann. Ne? Rochade hilft mir nicht weiter. So, musst du gucken, was da droht, ne? Ja. Ich werde natürlich viel gnädiger mit dir sein, ist ja klar. Aber bis jetzt spielst du das einigermaßen konzentriert. Einiger. Ja, da war auch erst 8 Sekunden Fall und in 11 Zügen, ja, das spielen wir locker aus hier. Ja, 3 Sekunden. Hä? Warum hast du mir Was denn? jetzt. Er hat mir einfach einen Läufer geschenkt. Hat er das? Ja. Stimmt. Ich weiß nicht wieso. Mauslip, sagt er. Pech. Ja, selber schuld. Ups, Mauslip. Na, wer soll das denn glauben? Läufer H6, Mauslip.
Immerhin 9 Zuschauer sogar auf. Alter, stimmt. Einer davon bin ich, logischerweise. Warum eigentlich? Der Seppel horcht. Guck mal, was sie bei dir im Stream schreiben. Ich bin gerade voll konzentriert, Leute. Ich gucke leider gerade nicht in den Chat. Es tut mir wahnsinnig leid. So, nur noch 12 Sekunden, um dich matt zu setzen. Bei halbwegs normaler Spielweise dürfte das niemals gelingen. Ja, ist halt immer noch ein GM, ne? Das ist das Problem. Ja, vor allen Dingen einer, der ungern verliert, das weiß man in der Szene. Ja, weiß man das echt oder war das ein Joke? Ja, weiß ich nicht. Ich bin nicht drin. Ganz schlechter Verlierer, der Niklas. Ganz, ganz schlechter Verlierer. Im Gegensatz zum Big Greek. Dem alles scheißegal ist. So weit, immer noch 12 Sekunden. Was sind das für ein Kack? Das hält zu Kuchen, die. Ja, mein Springer an der Seite ist leider etwas nicht im Spiel. Ja, du musst nur das Matt verhindern. Schöner Zug. Sensationell gespielt, ey. Du das nur verlierst. War bei uns aber auch so, am Ende habe ich verloren. Wann denn? Nee, du hast die zweite Partie verloren, aber nicht die erste. Die erste, da waren wir auch unentschieden gespielt. Das ist auch, ist eigentlich schlimmer als eine Niederlage. Ich kann halt irgendwie kaum was bewegen, ne, ist das Ding. Ja, mit den genauesten Zügen würdest du hier locker das Ding nach Hause fahren. Weil, naja, 5 Sekunden ist echt wenig, was er hat. Du hast aber auch nur noch 2 Minuten. Deswegen muss langsam was kommen, ohne Druck aufzubauen. Ja. Ja, das war die Dame, macht nichts. Weiterkämpfen. Vorsicht. Nein! Tja, das war es wahrscheinlich, wa? Ja, du hättest vor allen Dingen den Turm nehmen können gerade. Egal. Ist halt so. Naja, schade, Alter. Ja, das war total am Ende. Ja, am Ende, Pech. ich wusste halt leider gar nicht mehr, was ich ziehen soll. Wollen wir trotzdem mal reingucken, oder? Ja, insbesondere am Ende. Hier können wir ans Ende gehen. Ans Ende der Partie. Ganz ans Ende.
Hier irgendwo, wo? Nee, ganz ans Ende, ganz ans Ach Ende. so, der letzte Zug direkt aus. Naja, nicht ganz, ein bisschen vorher, als er auf G3 die Dame nimmt. Ein paar Züge vorher. Er hat mit dem Turm auf G3 reingeschlagen. Hier, Genau ne? hier. Was kannst du machen? Vor allem, Er wie ist. Ach nimmt. so, ah, da, weil der. Ich habe gar nicht drauf geachtet, dass. Ja, genau, ich habe nur auf den Springer geachtet. Ich habe gar nicht auf den Turm geachtet gehabt. Ja, aber er schlägt eine Dame. Ja, das habe ich. Da habe ich leider nicht aufgepasst gehabt. Alter, was labern die da im Chat, ey? Herr Brieke da auch eingeschaltet. Witzig, ey. Das ist unser Stream, du Vollidiot. Egal, du kannst ja auf G3 schlagen, den Turm. Ach stimmt. Ah, nein, Darum geht's. da war ich dann zu nervös. Ja, du warst, hab's gemerkt, du warst jetzt zu nervös. Du kannst ja den Turm schlagen. Jetzt hat er zwar Material mehr, aber er hat nur noch irgendwie 2, 3 Sekunden. Und hier kann er dich eigentlich nicht matt setzen so schnell. Na? Ja. Weil wie soll er an deinem König rankommen? Das hättest du dann gewonnen, aber du hast den Turm nicht genommen, da warst du halt nervös. Ja, und dann war es halt vorbei, ne? Ja, hier ist es halt, du kannst mit dem König nicht mehr fliehen. Und dann reichen halt auch 2 Sekunden, um dich matt zu setzen, dann in der kurzen Zeit. Ja. Genau. Aber ansonsten war das eine. Der Rest ist jetzt egal. Jetzt kannst du wieder an den Anfang gehen. Der Partie. Ich wollte dir nur zeigen am Ende. Die Partie war sehr ordentlich. Du spielst mit Weiß, wenn du dich konzentrierst. Viel, viel besser als mit Schwarz sowieso. Aber wenn du dich konzentrierst, machst du eigentlich auch kaum Fehler. Also Fehler im Sinne von, dass du Material einstellst. Ne? Ja. Weil das sind ja die großen Fehler, dass man Material einstellt ständig. Ne? Wie in anderen Partien, dass irgendwie ständig was eingestellt wird. Aber wenn du dich konzentrierst, dann ist das ein ganz anderes Level, was du dann bekommst. Ganz eindeutig, weil du hast die ganze Partie nichts eingestellt, außer zum Schluss erst. Ja, na dieser eine Fehler halt, ne? Das ist bitter. Ja. Die Partie so war sehr solide, die müssen wir gar nicht analysieren. Viel besser ist, wenn wir die erste Partie nochmal analysieren, weil da hast du krasse Fehler gemacht und da kann ich dir was zeigen. Ja, da muss Du ich gehst mal auf dein kurz. Profil und dann Genau. genau Schnellschach und dann Ach nee, das die. war gar nicht Schnellschach, ne? War es Nee, Blitz? das war Blitz wahrscheinlich, ne, oder? Nee, geh mal Hm. auf dein Profil, generell auf dein Profil. Profil und dann auf Games, 90 Partien. Du bist im Verlauf. Unter Chess Insights steht 90 Partien. Also. Genau, und da kannst du jetzt die zwei, die, genau die. So, die machst du dann von Anfang an. Acht Züge, ey, oh Mann. Geil. Okay, ja. Genau, Läufer C4, das hast du letzte Woche schon. Genau, Läufer C4, das ist ja italienisch, das ist eine ganz normale Eröffnung. Hier, das, ja, mach mal Springer F6 ruhig, okay. Übrigens, das ist mein Video zur preußischen Partie. Wenn du das nochmal anschaust, da habe ich genau diese Variante analysiert in dem Video. Ja. Er droht jetzt den Bauern F7 zweimal mit dem Läufer und mit dem Springer. Ja. Genau, und es gibt Und nur einen Zug, um das jetzt zu verhindern, und das ist D5, was du gemacht hast. Du unterbrichst die Verbindung des Läufers zum Bauern F7 und er schlägt jetzt mit dem Bauern. Du verlierst jetzt erstmal einen Bauern, aber diese Variante ist uralt. Da gibt es, das ist alles analysiert. Hier gibt es einen guten Zug, Springer A5. Springer. Ja, nach A5. Und du greifst den Läufer damit an. Und der muss ihn zurückziehen. Oder er geht Nach davon. B, er gibt B5 Schach, genau, er geht nach B5. Dann spielst du den Bauern vor, C6. Den nimmt er mit dem Bauern. Den schlägst du mit deinem Bauern. Jetzt muss der Läufer zurück nach E2 oder D3. Das ist eigentlich egal. So, das ist Theorie, sagt man dazu. Das gibt es alles. Steht in Büchern. Und das ist hier so eine Variante, wo Schwarz einfach einen Bauern opfert, aber dafür mehr Figuren im Spiel hat. Und sein Springer auf G5 steht halt deplatziert, weil der ist zu früh nach vorne gegangen. Ne? Die Variante ist halt extrem aggressiv. Das ist eine typische Variante, die man spielen kann, natürlich gegen Amateure oder Gut, aber Anfänger, ich weil es habe natürlich. ja, aber ich habe hier jetzt noch ein so ein Baueropfer, ne? So eine Das ist Angriffsmarke egal. quasi. Ist egal. Ist egal. Das sind die Solani, isolierter Bauer. Jetzt kannst du deine Läufer ins Spiel bringen, schnell die Rochade ausführen und dann ist das eine vernünftige Stellung für Schwarz. Ja? Du könntest jetzt Okay. Läufer C5 machen oder Läufer E7 oder Läufer D6 und dann kurze Rochade und das ist eine vernünftige Stellung. Okay. Na? Ja. Das ist natürlich eine üble Variante bei Anfängern oder Amateuren, wenn die nicht genau wissen, was sie da machen sollen, weil das selbst zu finden, die guten Züge, ist halt extrem schwierig. Ja, ist ja halt auch Ne? schwierig, weil du halt einen Bauern opfern musst, ne? Man versucht ja gerade als Anfänger immer nichts zu verlieren einfach.
Das heißt, den Zug erstmal zu finden, finde ich schon schwierig. Aber ja, es war halt das Einzige, was man machen konnte. Tja. Naja, finde ich halt peinlich, wenn man sowas gegen Anfänger nutzen muss, aber ist deine Entscheidung. Ich habe als GM mehr erwartet, aber alles cool. Ja. Ja, genau, dann wollte ich ja seine, ich dachte vielleicht. Ja. Das wäre natürlich lustig gewesen, wenn er jetzt Pre-Move gehabt hätte, auf C6 zu schlagen. Dann hätte er seine Damen schlagen können. Das wäre natürlich lustig gewesen. Aber gut. Was soll's. Ah, der hat wahrscheinlich auch Was damit hat er? gerechnet, dass ich dahin gehe, oder? Dann A. Nee, ich weiß nicht, was er gerechnet hat, dass du mit dem Springer den D5 nimmst. Da gab es noch eine andere Variante. Aber das ist eine sehr schwierige Variante für Anfänger. Es gibt zwei Videos auf meinem Kanal. Vielleicht bringe ich dir mal eine andere Eröffnung bei auf E4, E5, weil das ist schwierig mit Schwarz, wenn man keine Eröffnung kennt und die Gegner spielen sowas. Du siehst ja auch den Unterschied, wenn du mit Weiß spielst, spielst du viel, viel stärker als mit Schwarz. Ja, das Ja? stimmt wohl. Viel, viel stärker. Na, so Ja. jetzt Kopf hoch. Ja, gut, ich lasse mich jetzt von der Niederlage jetzt nicht runterbringen. Also alles gut. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt habe ich hier so eine blöde Message. Ja, ist klar. Mercedes folgt mir, warte, das will ich aber jetzt. Also, das ist natürlich gehackt, aber trotzdem. Ey, folgt mir wirklich. Welcher Welle? Die wurden gehackt, die Mercedes-Seite anscheinend wirklich. Okay. Als ob die echt gehackt worden sind. Krass. Als ob die auch einfach Kos Am Sara pushten. Junge, was? Es ist so eine YouTube-Kollegin quasi von mir. Ja, heftig. Ja. Ja. So, okay, Gibt was. es nicht noch ein paar nette Streamer, die noch Schach spielen lernen wollen, irgendwie von dir? Oder bist du der Einzige gerade, irgendwie so der Schach spielt irgendwie? Boah, ich glaube, ich bin tatsächlich eigentlich so der Einzige. Ich überlege gerade. So, Ja. Raphael Carlsen meinte noch, dass ich, da habe ich auch gesagt, dass ich noch gegen ihn spiele. Ja, aber der ist ein bisschen stark. Der hat vorgeschlagen, dass er 5 gegen 10 gegen dich spielt. Aber das ist so ein junger Typ, ne? Der ist natürlich glücklich, wenn er gegen dich spielt einfach. Ja, machen wir einfach, ne? Komm. Ja, der freut sich einfach, wenn er gegen dich spielt. Oh, Und natürlich wieder der. schwarz, ne? Jetzt muss ich dir aber auch beweisen, dass ich auch mit schwarz kann. Jetzt hat er natürlich 10-10 gemacht, ist egal, aber der ist ja. So, schön erstmal das Zentrum besetzen, ne? Ach, er gibt mir Zeit, ne? Lass erstmal gucken. Vielleicht brauchen wir das auch gar nicht, dann verschwenden wir jetzt Zeit, indem wir uns Zeit geben. Ah, der Wie? freut sich einfach, wenn er gegen dich spielt. Ist ein netter Junge, der kommentiert bei mir immer super viel. Der spielt ja die gleiche Variante, die Sau. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber kann ich das nicht, wenn ich das jetzt schon sehe, theoretisch ablocken, wenn ich den Bauer eins Ah, vorstelle? nein, auf keinen Fall. Das ist der schlechteste Zug, den man machen Ah ja, kann. dann ist der hier weg, ja, okay. Nee, nee, das ist nichts weg, aber das Problem ist, F6 ist ein fürchterlicher Zug generell. Nimmt dem Springer das Feld weg und öffnet den König. Okay. Ganz großer Fehler. Du kannst das ja ruhig spielen, Springer F6. Wenn er jetzt Springer G5 zieht, dann helfe ich dir, weil das ist unfair. Was wollt ihr denn eigentlich von mir, Ach, jetzt spielt D5. Ja, genau. Und die Spitze, das, was ich dir gerade gezeigt habe, ne? ey? Ja. Ich höre zu, ja, kannst du ja machen. Deswegen kann ich ja trotzdem sagen, dass das doof ist hier. Ja, du merkst dir solche Sachen auch, das merke ich. Ja gut, das ist also so zwei, drei Züge, glaube ich, sind relativ einfach. Aber wenn ich deine Videos gucke zu den Eröffnungen und dann gehst du da so 10 Züge nach vorne, denke ich mir so, was? Ja, das ist natürlich viel, ich weiß.
Siehst du, er muss schon länger als 5 Sekunden überlegen. Also habe ich anscheinend, ja, ich habe verloren. Der greift jetzt irgendwie Was? 80 Figuren dann von mir oder so. Das Ah, war auch dumm shit. gespielt von mir. Ach Ah. ja, Kann ich dich irgendwie Schach stellen? Schwierig, ne? Tja, naja, wenn du fair bist, opferst du deine Dame, aber musst du für dich wissen, ich kann es dir nicht wegnehmen. Ich frag mal die Mercedes-Seite, wie viel der für einen Push will. Ah, ich habe keine Bitcoins, verdammt. Ach, der hat mir was geschrieben, ich hab's aus dem Weg gemacht. Ach, Mann, ey. So, ja, ich brauche das gar nicht weiterspielen. Also, ja, brauchen wir auch gar nicht. Ich weiß selber, was ich falsch gemacht habe. Wir löschen das Spiel aus unseren Köpfen einfach. Das war echt dumm gemacht. Das weiß ich selber. Nimm dir mal wieder irgend so ein, irgendeinen Schwachen. Nee, nicht den hier. Wieso denn nicht? Rotti. Rotti Rotti? 92, Doch, er irgendwie ist ist es. es. Sogar Ja, weiß, siehst du? kennst du Rotti? Nee. Ist das einer aus seiner Community oder ist Nee, das. der ist Roffel. Roffel. Na. Das sind diese bescheuerten Kurznamen, die kann ich mir, das kannst du ja gar nicht mehr merken, meine Güte. AZ87 BB oder so. Okay. Da sollst du sowas merken. Ich mache gerade die Übungen von der Seite. Ja, das ist doch gut. Wer schreibt das? Einer aus dem Chat. Ja, wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann haut einfach rein. Ich muss mich leider sehr konzentrieren. Hier nicht unterzugehen. Es sind lauter Leute wie Italian Opening, Sebastian Düde, Raphael, die alle bei mir auch immer drin sind. Ja, spricht sich halt rum, ne, dass wir ja zusammen streamen. Ja, ich habe es ja gestern noch mehrmals erwähnt. Danke von dir. Dankeschön, Dr. Grimme, für die 6 Monate mit Twitch Prime. Ehre, Mann. 6 Monate gleich, wow. Nein, nein, also es ist der 6. Monat. Einfach. Also 6 Mal Ach hintereinander. so, 16 Mal hintereinander. Okay. Italian Opening, du bist zu stark, glaube ich, obwohl ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Ja, bis jetzt läuft's gut. Das habe ich alles schon 20.000 Mal gesehen. Ja gut, ich kann halt nur die eine öffnen, deswegen sind die Züge immer relativ gleich. Oder sagen wir mal, mit der fühle ich mich am wohlsten. Weil die ist Ja, mit Weiß. relativ sicher. Ja, mit Weiß ist es natürlich auch deutlich angenehmer, ne? Pizza und Eistee. Mal so eine Frage, die Eröffnung, die ich eben gemacht habe. Ja, ich habe verpeilt, den Läufer vorher mit dem Springer zu decken, wo ich die Dame ziemlich zu Beginn angegriffen habe. Habt ihr auch irgend so einen tollen Namen? Ach so! Das war die Pirk-Verteidigung, glaube ich, die du gespielt hast, aber du hast den Läufer G4 natürlich, das war Quatsch natürlich, ne? So, du bist dran, Kuchen. Ich glaube, die Stellung hast du auch gegen den letzte Woche gehabt, gegen jemanden. Echt, Genau genau die gleiche so. Stellung. Ja. Aber hat man nicht irgendwann beim Schach auch mal so alle Stellungen durch? Ich meine, es gibt ja nicht unendlich Möglichkeiten eigentlich, oder gerade im Profibereich. Also, dass man doch, was die besten Züge angeht, relativ eingeengt, oder nicht? Erstmal eine kurze Zwischenfrage. Ist es Absicht, dass man deine Ordner sehen kann im Browser? Diese Tabs da oben? Ja. Ja, das ist mir egal. Ist egal, ja. Cooler Typ. Was wollte ich sagen? Ja, Eröffnung. Ja, die Grundzüge hat man alle schon mal gesehen irgendwann. Ja. Die ersten 4, 5 Züge hat man bei jeder Eröffnung schon mal gesehen. Genau. Aber irgendwann kommt natürlich der Moment, wo etwas Neues kommt.
Ja, läuft ähnlich wie letzte Woche übrigens, ne? Das Match, ehrlich? Ja, hier, du hast hier schon eine schöne Stellung. Ach so, er ist dran. Turm E1 hast du gemacht. Schade. Oh Mann, das ist hart, ey. Ja, aber es ist ja trotzdem immer noch eine gute Stellung. Kuchen sollte mal lieber in P2P investieren. Was denkst So Privatkredite, das ist so ein Insider-Joke bei uns. Okay. Ist das The Big Greek, fragt jemand. Ja, wir fragen das. Chris die Tornado. Der echte. Gibt auch nur ein. Ich dachte, mein Stream ist abgebrochen, weil es so ruhig war. Ja, ich muss hier gerade ja, mich echt krass konzentrieren. Ich will jetzt auch zeigen, dass Rotti92 nicht besser ist als ich. Wir haben sogar eine ziemlich gleiche Elo. Deswegen will man hier natürlich auch zeigen, ne, dass man es kann. Ist aber schwierig. Und wie viele Fehler habe ich bisher gemacht? Sehr schlimm oder Nee, geht's noch? bis hierhin gar nichts. Bis hierhin gar nichts. Kein schlimmer Fehler, ne? Also unter Fehler buche ich alles ab, was materiell halt, ne? Wo du was einstellst, Material. Aber Ja. so Kleinigkeiten auf dem Niveau ist albern, darüber zu sprechen. The Big Rig ist gut im erfolgreichen Denken. Jo. Ist auch ein Insider. Chrissy Tornado. Seit wann bist du hier, Georgi? Schau jetzt oder mit. Bla bla. Bin ja wohl so, deswegen. Nö, dein Name sagt mir nichts, Chrissy Tornado. Diese Zufälle. Wahnsinn. Worin würdest du mich denn besiegen, Niklas? Also Vorsicht, der greift deinen Läufer Wann ist das nächste Turnier bei dir? Wieder nächsten Samstag oder? Ja, jeden Samstag die Sparta Arena, ne? Naja, steht halt besser mit dem Bauern, ne? Da muss ich aufpassen. Jetzt wird's spannend. Mal gucken, wie er reagiert.
Ich habe eigentlich ja die ganze Zeit den Springer gefesselt. Jetzt ist er nicht mehr gefesselt. Ich habe Angst, dass ich hier in der Mitte auseinanderbreche. Deswegen habe ich lieber geschlagen. Weil ich wusste jetzt Na, nicht, wie ich das noch verteidigen kann. aber du zerstörst ja damit auch seine Bauernstruktur am Königsflügel. Ja. Das ist nicht unbedingt schlimm. Also Schach, ne? Ja, ich weiß, ich gucke gerade, was ich machen kann. Ich kann nur dem gehen. Das war leider das falsche Feld. Ich bin der Story von Mercedes-Benz als ob, Digga. Junge, wie behindert, als ob ich echt in der Story bin von Mercedes, ey. Oh Mann, Alter, wie geil. Oh Mann, ey. Heftig. Oh Mann. Was für ein Abend. So, ja, dann gucken wir mal hier aber erstmal weiter. Vor allem, warum schreiben wir das jetzt auf einmal alle? Was schreiben denn alle? Achso. Alle, dass ich in der Story bin. Ja, ich hab's gesehen. Mercedes ins sofort. Ja, der Typ, der das gehackt hat, hat doch gefragt, ob ich Discord komme, aber ich trau mich nicht. Nicht, dass der mich auch hackt oder so. Vor allem, ja, ich kriege auf jeden Fall nie wieder ein Placement bei Mercedes-Benz, Alter. Ist auf jeden Fall schon mal safe, glaube ich. Also, das wird wohl nichts mehr, wa? Geh in Discord, du wirst reich und berühmt. Ja, jetzt streamen wir ja hier sowieso, ne? Also, das ist ganz wichtig. Von daher lasse ich mich da sowieso jetzt nicht beirren. No risk, no fun. Ja, okay, gut, ich kann halt alles verlieren, was ich habe, wenn er alles von mir hackt, aber sonst, Digga. No risk, no fun, sage ich immer. Vor allem, wo kommen denn die ganzen. Digga, 800 Zuschauer, was ist denn los? Hä, was geht denn gerade? Das kommt doch aber nicht von der Story, oder? Wir waren gerade 300. Wo können die Ja, plötzlich eben, hä, herkommen? wo kommt ihr denn alle her? Hey Bruder, du hast NordVPN, stimmt eigentlich, ne? Ich komme von der Bro. Echt, kommt ihr echt alle daher? What the fuck, Alter? Wo kommen die her? Ja, wahrscheinlich echt alle von der Story, ne? Ja, lasst auf jeden Fall einen kostenlosen Twitch Prime Sub da, wenn ihr schon mal da seid, ne? Ich hoffe, ihr feiert alle Schach. Alter, wie schnell der Chat jetzt gerade. Junge, wie viele Follower ich einfach gerade kriege. Alter. Junge, ey. Ja, nice. Ja, wie gesagt, keine Ahnung. Ich hoffe, ihr mögt Schach. Das spielen wir hin und wieder mal. Danke, Uninformed Ghost, für den Twitch Prime Sub. Ja, das ist ja der beste Stream ever. Jetzt müssen wir hier aber auch richtig auf die Kacke hauen. Wollen wir ein Trinkspiel daraus machen? Pro geschlagene Figur einen kurzen. Ich trinke sowieso schon die ganze Zeit. Ah ja, ich glaube, wir haben gar nichts mehr. Vivinik, Dankeschön für den Twitch Prime Sub. Was hast du gerade gemacht? Du hast irgendwie alles eingestellt. Gerade hattest du noch Ja, irgendwie mehrere irgendwie Figuren. bin ich gerade etwas abgelenkt, um ehrlich zu sein, weil ich hier nicht so ganz klarkomme, was hier gerade abgeht, um ehrlich zu sein. Ja, ich merke schon. Was auch ein bisschen lost jetzt, ne, oder? Na ja, gut, er hat einen Ja, ein Turm hier. bisschen ist gut, ey. Was hast du denn da gemacht? Das frage ich mich auch gerade. Ich weiß nicht, irgendwie ist alles weg. Scheiße. Egal, vielleicht ist er dumm. Sei mal ein bisschen schlechter, bitte, dass ich hier nicht so schlecht aussehe. Wer ich? Nee, ja, ich gebe auf, das wird, glaube ich, nichts. Ja, wir können das gerne analysieren, aber ich bin jetzt halt Story weg, ja, egal, das passt schon. Ja, hat sich doch schon gelohnt, in der Story zu sein. Ja, wollen wir hier irgendwas analysieren oder. Ja, wenn du möchtest, Ja, also gerne. Tipps nehme ich immer mit, wenn das geht, also. ja, dann mach mal Züge. So, genau, ja, der Anfang war ja eigentlich ziemlich gleich, wie immer. Wie immer, ja. Wie immer, weiter. Super. Und stopp hier, stopp, stopp. Nicht Turm E1, Ja, sondern. ich wusste einfach nicht, was ich machen soll. Deswegen habe ich Ja, einfach gedacht. Moment. Guck mal, wenn du auf F6, du greifst den Springer auf F6 zweimal an.
Mit dem Läufer und dem Springer. Warte. Ach so, der, ja. Genau. Und wenn du jetzt mit dem Läufer nimmst, dann muss er wie zurücknehmen? Ja, mit den Bauern. Genau. Und jetzt hat er seinen Königsflügel geschwächt. Und jetzt kannst du dich an dieses Manöver, wo du dich beim allerersten Mal schon gefragt hast, was will er mit dem Springermanöver über H4? Kannst du dich daran erinnern? Ja. Ja, mach Ja, das hier das mal. gleiche war und dann da. Genau. Und dann geht der Springer nach F5 und deine Dame kann nach H5 jetzt. Deine Dame Weiße kann im nächsten Warte, Zug ich nach ziehe mal H5. kurz was. Also ich gehe jetzt mit der Dame auf H5. Ja, genau. Ja. Ich Und mache dann aber hast du eben direkt. irgendwas, einfach ist ja egal. Ja, aber das ist ja schon. Okay, jetzt hängt der Läufer auf C4 ist angegriffen. So schnell ist es nicht matt. Aber Nee, aber doch, du ich kannst habe. auf H6 nehmen. Nimm mal auf H6 den Bauern. Und jetzt stehst du auf Gewinn hier. Ja gut, jetzt, ich habe ja jetzt irgendwas Ja. gemacht, einfach nur für Nee, den nee, nee. Gegner. Genau. Wie gewinnst du jetzt hier? Denk mal nach. Kleine Kombination. Also mehr als ein Zug, ja. Ja, du kannst jetzt hier die Dame gewinnen, sagen wir es mal so. Weil was würdest du hier schlagen? Was kannst du hier schlagen? Den Bauern? Aber womit? Nicht mit der Dame. Besser mit? Ja, mit dem Dings, ja genau, steht der Schach. Ah ja, stimmt, er kann auch nirgendwo hin, er muss. Ah ja. Er muss die Mama geben, genau. Und dann. Ah ja. Ja. Gut, alles klar. Hätte man gewinnen können, auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, also das musst du dir merken, dieses Motiv, ne? Dass du den Königsflügel schwächst und dann halt mit deinen Figuren am Königsflügel die guten Felder halt. Ja, stimmt, ja, ich muss mal mehr Sitzt. darauf achten, dass auch wenn man was schlägt, wenn man, wenn er dann so einen Doppelbauern hat, dann, solange man jetzt so nicht Verlust geht von den Figuren her, lohnt sich das eigentlich schon, ne, meistens, Ja, ja. genau. Okay. Genau. Was machen wir jetzt? So eine Partie oder wir gegeneinander oder Komm, lass uns nochmal spielen, oder? wir beide oder nochmal ich alleine? Alleine kannst du nicht, ich gegen dich. Okay. So, the big Ich fordere dich Mac. heraus, ich fordere dich Okay, heraus. alles klar. Wo Spiel bist Schach du? gegen den Hacker. Ich bin natürlich viel, viel gnädiger als dieser GM da. Ist Ja, aber klar. man muss ja schon voll reinhauen hier, ne? Ja. Ich habe schon ein bisschen was getrunken. Warte. Mein Glas ist leer. Geht gar nicht. Ja, es Ich geht echt komme nicht, ey. komm schon fast als Besowski rüber hier. Jeden Stream bin ich irgendwie angeschickert. Aber nur dienstags, deswegen ist es okay. Nee, ich war auch samstags gut angeschickert und die Leute. Okay, viele Leute fanden es lustig. Aber ich muss natürlich aufpassen, ne? Wenn zu viele Kinder zuschauen. Okay, tak, 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 Bei mir tak. sind Hauptsächlich Jugendliche, ne? ne, die sind alle erwachsen hier. Ich meine, es ist ja auch schon 22:50 Uhr, ne? Das darf man nicht Ja, vergessen. auch wieder wahr, ja, auch wieder wahr. So, ich habe dich herausgefordert. So, ja. Oh, ich bin Ich sogar könnte. weiß. Ah, perfekt. Ja, mit Weiß bist du ein Tier. So, dann bin ich ja mal gespannt jetzt. Ja, da sagen wir immer so paar Kumpels irgendwie so, ah, du Tier, ey. Oh, sogar 10 Minuten 15, nett. Ja, ich habe mich verklickt. Guck mal, ich bin schon, habe schon eine Sekunde verbraucht. Zwei Sekunden. Und greift deinen Läufer an. Du musst den Läufer auf jeden Fall schützen. Auf jeden Fall Bauer und Läufer greife ich an. Darfst du nicht einfach ignorieren. Da musst du was tun gegen. Ja, Moritz Kausch, du hast vollkommen recht. Was gibt es Besseres, an diesem wunderschönen Abend Schach zu schauen? Oder an diesem Schön Abend wunderschauen? Dienstagabend, gerade noch Abend gegessen. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass meine Zeit abgelaufen ist. Scheiße. Na, okay. Ah, ich stehe echt schlecht, dieses Match. Ja, jetzt stehst du schlecht, aber ich habe nur noch 14 Sekunden. Mal gucken, ob du mich jetzt. Hä? Okay, das war ein überraschender Zug. Ach, Scheiße. Ah, ich habe nicht gehört, dass du gezogen hast. Ey, fuck. Jetzt muss ich alles pre-moven und hoffen, dass es irgendwie reicht. Was aber gegen den starken Kuchen-TV, insbesondere im Weiß, keine einfache Aufgabe ist. Ich glaube, die Runde habe ich ein bisschen verkackt.
Das sehe ich selber. Ja, aber ich habe es verkackt, weil ich zwischendurch auf deinen Bildschirm geschaut habe, den anderen. Und dann gucke ich zurück und plötzlich habe ich nur noch 14 Sekunden, weil ich den Ton, den Desktop-Ton nicht höre, glaube ich. Wobei ich höre ihn eigentlich. Scheiße. Scheiße. Guck mal, Time is running out, kommt schon bei mir und du hast noch 8 Minuten 45. Ich wusste, dass du den machst. Immer Ja. die Dame angreifen. Ja, Der wer wie weiß, ne? Wer so ein weiß, räudiger Hund, ey. Das gibt's gell? überhaupt nicht. Das ist unglaublich. Jedes Mal. Irgendwann klappt's mal, keine Sorge. Ja, ist klar. So, jetzt musst du aber völlig aufpassen. Bin mir nicht sicher, ob du weißt, was ich meine. Ja. Ja, was meine ich denn? Ich muss aufpassen, jetzt nicht Schachmatt zu gehen, ne? Ja, das ist eine generell sowieso immer der Fall. Ach nee, Tim. Freetime HD TV, Dankeschön für dein Twitch-Friends-Up. Verdammt. Ah ja, ich habe falsch geguckt. Ja, okay. Ja. Ihr Ja, seid jetzt. du hast ein Prime-Abo bekommen, gerade ist normal. Ich würde auch nicht hingucken. ja, komm, einmal noch, oder? Ich hab's dir noch gesagt. Ich hab's dir gesagt. Ja, da hab ich habe irgendwie falsch geguckt. Ich habe nicht damit, ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass du den nimmst. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe davor geguckt, ob du irgendwas machen kannst. Deswegen dachte ich, okay, dann biete ich dir den Tausch an. Zurück, zurück, zurück. Nimm mal zurück den Zug. Ja, ich hab's auch gesehen. Warte, bis ich dir Zeit gebe. Ich habe schon wieder 4 Sekunden weg. Warum eigentlich? Weil ich es halt nicht so ernst nehme wie andere. Großmeister, die meinen immer, irgendwelche netten, super YouTuber im Schach bezwingen zu müssen. Läufer E6? Habe ich dir das so beigebracht, Kuchen? Ich wollte den Bauern decken. Der war gedeckt. Aber nicht gut genug. Meine Bauern werden doppelt gedeckt. Das sind ganz besondere Bauern. Ja, du warst an Ausreden, hast wahrscheinlich noch nie, warst wahrscheinlich noch nie arm. Riesen. Verlegen heißt das eigentlich. Da schaut ein IM zu, ein FM unglaublich. Was ist FM? FIDE-Meister, das ist die Stufe unter dem internationalen Meister. Da schauen lauter Leute, Kaoli zur Zug, Chesendros, alles Leute, die meinem Stream mal sind. Ich habe nur noch 18 Sekunden und weiß nicht, wie ich dich matt setzen soll so schnell. Das sagst du immer, aber dann bin ich matt. Nee, also ich habe dich zum ersten Mal matt gesetzt gerade, komm. Und vor allen Dingen, ich habe es angesagt. Ich habe Ja. gesagt, pass auf, es droht was. Ich kann dir nicht. Ich habe dir eigentlich fast gesagt, dass ich Matrose war. Er schaut IM Elo Hunter zu. Kenne ich aber nicht. Vincent Spitzel sagt mir was. Roffel. So, guck mal, 400 Leute sind schon wieder weg. Ne? Die sind nur kurz reingekommen, ne? Ja, Reingespült worden. das ist immer so. Ja, die sind halt, das war halt kurz in der Story, dann sehen das halt viele, swipen halt hoch, kommen rein und dann gehen die auch relativ schnell wieder. Das ist immer so. Aber ist ja trotzdem cool, weißt du, ich habe mega viele neue Follower bekommen und vielleicht bleiben ein paar, wenn Ja. ich dann. Wenn interessiert sich halt auch nicht jeder für Schach, weißt du, das ist halt auch schwierig. Ja, klar. Aber ich habe immer noch nicht ganz verstanden, wo kamen die her? Von welchem anderen Twitcher? Die Mercedes Instagram-Seite wurde gehackt und der hat mich in die Story gepackt. Was ist das denn? Also nicht der Zug, aber.
Hast du jemanden beauftragt oder was? Nee, leider nicht. Nicht schlecht. Was für Dinge. Ich greife was an von dir. Was denn? Die Dame. Gut. Doppelangriffe fühle ich irgendwie nicht, ich weiß nicht. Ha, du hättest auch meine Dame nehmen können. Stimmt, aber damit habe ich nicht gerechnet, dass du dich da so komisch einstellst. Ja, ich auch nicht. Aber ich finde es geil, wie du das dann siehst halt noch, ne? Ja, ich ziehe und dann denke ich mir so, ah ja, dann ist aber auch schon zu spät. Ich kann das nicht mehr schaffen in der Zeit eigentlich. Ja, das Problem ist, das sagst du halt jedes Mal und schaffst es aber dann auch immer. Das stimmt doch gar nicht. Ich habe es einmal erst geschafft, zweimal, okay. Ich kann dich nicht matt setzen hier so schnell. Also es ist keine Stellung, wo man matt sitzt eigentlich. Das ist halt so eine stinknormale Stellung. Du ziehst jetzt hin und her. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Kann ich Deine verstehen. Bauern stehen sehr gut, ne? Ich stehe zentral, ne? Ich stehe zentral. Jetzt lässt du mich aber zappeln, oder? Ich kann nicht so schnell matt setzen. Alter. Ja, vielleicht. Ja, jetzt kann ich dich nicht so schnell. Ja, jetzt wird's schon matt. Leider. Hä? So. Shit. Du hast den Läufer dazwischen gesetzt. Missklick. Alter, ich schaff's nicht. Das gibt's doch nicht. Ende? Nee, du Ach, ich kannst bin noch gar nicht ziehen. Schach. Ach so. Nee, du kannst noch ziehen, vor allen Dingen. Ja! Hä? Ja! Gewonnen! Total bescheuert. Du hast den Läufer dazwischen. Ja, habe ich nämlich extra so gemacht, Alter. Zack, siehst du, easy gewonnen. Voll lustig. Ich dachte, ich war schon matt, als du den Läufer hingesetzt hast. Ja. Ich glaube, du weißt gar nicht, was ich meine. Zeig mal in deinem Stream die Partie. Analysebrett oder was? Ja, genau. Da muss ich auf Discord gehen wieder. Ich Ja, dachte, du doch. warst schon matt. Ja, das war ja das Einzige, was ich noch machen konnte, war ja den Hier, genau. dazwischen. Pass auf, hier. Weiter. Ganz am Ende eigentlich. Als ich eine Dame geholt habe. Ja, Hier, genau. genau. Ich hole eine Dame. Ich hole eine Dame hier. Und ich dachte, du wärst matt, aber du kannst den König nach vorne ziehen. Ich habe gepennt. Ja. Ja, ich hab halt auch gedacht, Ja. wenn du den schlägst, könnte ich halt auch zurückschlagen, theoretisch halt, ne? Deswegen. Genau, dann ist es nicht matt. Ich muss ja matt setzen irgendwie ganz schnell. Aber ich habe hier völlig verpennt, dass plötzlich der Läufer da steht. Jetzt gewinne ich eigentlich hier, aber ich dachte, das wird kein matt hier aus irgendeinem Grund. Doch, das war matt, Dame E7, aber ich habe natürlich keine Zeit mehr gehabt. Ja, hier habe ich einfach nicht mehr geschafft, dich matt zu setzen so schnell. Ja, naja, peinlich, aber musst du wissen, alles gut. Ja, passiert. Ja, was soll ich sagen, ne? Oh. Die Jungen kommen halt nach. Bis halt ein 4. Hast halt viel gelernt von Big Greek. Ja, eben, und dann Souverän schlägt man halt den umgesetzt. Meister einfach, ne? Ja, genau. Der neue Löwe kommt halt irgendwann.
Wenn man Schach schaut, fühlt man sich so kultiviert. Ja, Mann, fühle ich, Digga. Ja, Ist ich das weiß nicht, so? eine Partie von mir aus noch, dann würde ich aber auch langsam aufhören. Ich habe schon wieder echt lange Ja, wie du gestreamt heute. willst. Wie du willst. Vielleicht mal eine schnellere Partie kannst du auch machen. Muss nicht so lange sein. Da machen wir Ne? 5 plus 3, oder? Hat mich irgendwer Ja, zu 5 aber plus 3 eingeladen, zufällig? guckst du mal, wer dich eingeladen hat. 1 plus 0 von einem IM, ah ja. Vergiss es. Nein, nein. Wer Hier, hat das 5, denn jetzt? keine Ahnung, Ah, ist der 5? verrückt? 5 plus 2, das ist fair. Mit gegen Lolps. Ja, und der hat auch eine schlechte Elo, aber ich auch in dem Ja. Dings, okay. Ja, das ist fair. Ey, jetzt wollen alle gegen dich spielen. Unfassbar. Kann man Kuchen und ABK feiern? Wer ist denn ABK? So ein YouTuber. Ja, kann man. Ach, jetzt hast du schon wieder diese Partie auf dem Brett, schon wieder die Variante. Ja, irgendwie passiert das ziemlich oft, ne? Ja, jetzt kannst du nur noch, brauchst du nur noch das anwenden, was ich dir beigebracht habe. Oh nein. Schwierig. Gar nicht, du merkst dir die Sachen doch. Dankeschön, Soline, für Stufe 1A, 15 Monate, vielen lieben Dank. Ja, du bist gut dabei. Ja, du siehst, ne? Also hier, was passiert gleich, ne? Irgendwas Schlechtes oder wie, auf was möchtest du hinaus? Naja, auf das, was ich dir schon wünsche, Okay, das das klingt passt so wie du weißt, genau. ne? Gleich ist vorbei, ne? Das siehst du. Nicht vorbei, aber jetzt passiert doch irgendwie genau das, was ich dir gerade erklärt habe, ne? Ja. Oder? Ja. Oh. Aber er weiß auch, wie man das deckt, ne? Ja. Ja, hier musst du dich ein bisschen anstrengen. Keine Ahnung, ich finde wieder nicht das Loch gerade. Ja, gut. Ja, du hast doch gefunden. Nicht Remis anbieten. Hallo? Nicht Remis anbieten. Hä? Ich mach doch gar nichts. Naja, du bist mit der Maus auf die Hand gegangen und ich hatte schon Angst. Achso, nee, alles gut. Oh, das riecht hier aber noch. Das riecht hier aber nach was, ne? Dankeschön, Hype Award für den Twitch Prime Sub 8 Monate, Ehre. Jungs, Das ist doch gewonnen. mal ein schöner Abschluss, ne? Ja, eben. Hast du gesehen, dass es matt ist? 15 Züge, dein schnellstes Matt ever, ne? Und dann auch noch in der Blitzpartie, wo man nicht so viel Zeit hat, Alter, heftig.
Aber war genau, wie ich dir halt gerade noch erzählt habe, ne? Ja, mal Die gucken, wo war Eröffnung. das denn? Er hat mit dem Gehbau genommen, Ja, naja. genau. Hier wusste ich halt erst nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich halt gedacht, gut, ich schlage erstmal den. Und dann hat sich ja hier dann die Linie eröffnet einfach, ne? Und Das hat dann. sich so ein bisschen zufällig ergeben. Du Ja. hattest so nicht Nee, das geplant. hatte ich nicht geplant, aber dann war die Lücke halt einfach da. Super geil. Auf einmal, oh, der hängt ja. Den kann ich ja schlagen. Moritz, danke schön für die 100 Bits. Tim Hate, aka Schachgott, kniet nieder. Ja, sozusagen, ne? Kniet nieder, sagt er. Ja, hier war es wahrscheinlich auch klar, oder? Hier ist es Hätte. total verloren. Du nimmst auf F7 und dann ist es matt. Nee, was er zeigt, ist natürlich nur Varianten, die das matt verlängern, hinauszögern. Ja. Na? Du musst schon die logische. Das ist ja Quatsch alles. Das ist ja von der Dame mehr. Ja, naja, ich mache immer so die Züge nach und gucke einfach mal so, worauf der hinaus will. Aber hier ist halt matt, ne? In zwei. Ja. Das hat dich auch ein bisschen überrascht, das habe ich gemerkt, aber. Ja, das ging dann auf einmal schon ziemlich schnell, ne? Vor allem, wenn man überlegt, er hat ja noch voll viele Figuren, aber er kann halt nichts dagegen machen, so ist schon hart. Ja, ein schöner Abschluss deines Streams, würde ich sagen, oder? Ja. Perfekter Abschluss. Ja, genau. Dann ja, bedanke ich mich auf jeden Fall bei den Zuschauern und natürlich auch bei dir. Gerne wieder. Ja, gerne, Also ich bin gerne. Hat dabei. Spaß. Und war Entspannt. ja sehr nice. Und genau, du Ja. streamst ja nicht jetzt, oder? Heute nicht, morgen Abend wieder ab Okay. 21 Uhr. Dann gucke ich mal, wen wir hosten können, meine Freunde. Ja, dann gehen wir zu Tarn rüber, ne? Schicke ich euch mal hin. Genau, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch was. Danke für die Unterstützung und so weiter. Hat Spaß gemacht. Morgen sehen wir uns dann wieder irgendwann. Und genau, bis dann, meine Freunde. Und okay, thanks. Bye. Bye bye.